Hallo ihr Lieben, wir spielen Shadowrun. Wir spielen Shadowrun in der 6. Edition. Hier ist mein Grundregelwerk. Es hat möglicherweise ein paar Anmerkungen, damit ich die Dinge dann auch finde. Shadowrun ist ein Spiel mit langer Tradition, auch in der deutschen Übersetzung. Und zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es dementsprechend auch ein sehr liebevoll gepflegtes deutsches Setting gibt. Dazu gleich auch noch ein bisschen mehr, denn wir haben auch jemand hier da, der sich um diese Pflege reichlich kümmert. Shadowrun ist Cyberpunk, spielt aktuell in den 2080er Jahren. Wir sagen gleich auch noch kurz was dazu, in wann genau, damit es von den Ereignissen passt, was passiert. Und es hebt sich von anderen Cyberpunk-Büchern, Settings, Ideen und dergleichen ab, dass es nicht nur die Welt geht politisch und umwelttechnisch vor die Hunde gibt, sondern auch die Magie kommt zurück in die Welt. All die Märchen und die Sachen, die man sich erzählt hat, sind ein Echo davon gewesen, dass es früher magische Wesenheiten und magische Fähigkeiten gab. Und mit dem Wechsel in die sogenannte sechste Welt, das beruht auf einem meso- und südamerikanischen Kalendersystem, dass eine Welt stirbt und eine neue kommt. Und die fünfte war ein bisschen kränklich und die sechste, die ist jetzt wieder mit voller Lebenskraft da. Da ist dann auf einmal die Magie zurück. Leute entwickeln übernatürliche Fähigkeiten. Es werden auf einmal Kinder geboren, die man aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu Märchenfiguren, Elfen und Zwerge nennt. Und andere Leute verwandeln sich zu ihrer Pubertät oder im Erwachsenenalter teilweise, je nachdem wann es sie trifft, plötzlich von normal aussehenden Menschen, in Anführungsstrichen, in etwas, was dann ein wenig weniger höflich als Ochs und Trolle bezeichnet wird. Diese Metamenschheit, Meta im Sinne von nach der Menschheit, also Weiterentwicklung, Meta-Ebene, nicht Meta, das Maß. Zwerge sind größer als ein Meter, ich möchte das betonen. Diese Metamenschheit versucht also irgendwie mit solchen Wellen, mit Problemen im Cyberspace, mit der Kontrolle ihres Lebens durch riesige Konzerne und dem Hyperkapitalismus jenseits des Endstadiums irgendwie auszukommen. Und eine Antwort darauf, was tut man eigentlich, um zu überleben, sind die Shadowrunner, die wir spielen. Shadowrun ist in seinem Kern, auch wenn man natürlich andere Sachen damit machen kann, darauf ausgelegt, dass man ProfiverbrecherInnen spielt. Denn wenn alles, was gut und wichtig ist, illegal ist, kann man auch einfach generell illegale Dinge tun. In meiner Runde willkommen einmal Lilly Schote, Streamerin, Frau, die immer 110% irgendwie geben muss, wenn wir was vor der Kamera machen und mit Make-up und Kostüm und dergleichen auftaucht, spielt No, unsere elfische Deckerin. Hi! Oh, hallo, ich spiele heute No. Ich freue mich sehr. Ich kann das nicht lange, es tut mir leid. Ich bin da, ich freue mich wieder hier zu sein, ich freue mich auf ganz viel Pen and Paper und ja, 100% wäre auch einfach zu langweilig für mich. Ist zu langweilig, okay. Kann ich verstehen. Meistens auch auf 100%, zumindest Energie hochgedreht, ist der Walker. Walker streamt auch und er spielt einen zwergischen Haut drauf, der als Stahlbeißer firmiert. Hi, Walker. Hi, Return of the Frankenzwerg. Der Frankenzwerg. Wir haben eine Leipziger Elfe und einen fränkischen Zwerg. Und der guckt auch schon so, wie er drauf ist, glaube ich. Dann, wir haben mit zu auch jemanden, der schon sehr lange und aktuell auch wieder ebenfalls Pen and Paper im Internet betreibt, so zum Zuschauen, damit man rauskriegt, wie das funktioniert und sich das als Entertainment angucken kann. Mit Claudine zusammen. Und also da Claudine spielt, findet man sie. Und du spielst, ist es Trois oder Treu, der elfische Zauberer? Es heißt natürlich Trois. Trois. Ja. Treu. Ich weiß nicht, wo du darauf kommst. Ja, bonsoir übrigens in die Runde. Ich spiele heute Maurice, besser bekannt unter meinem Alias Trois. Ich bin 33 Jahre, ich bin ein Homo sapiens nobilis, Betonung liegt auf nobilis, ja, ein Elf. Ich bin Absolvent der Arkan-Universität von Seattle. Freischaffender Spezialist und Consultant für astrale Phänomene und deren Defense, ja, und was ist noch zu sagen? Ich mag es unheimlich, mit Profis zusammenarbeiten und ich setze eine gewisse Standard, der erreicht werden muss, besonders von anderen Personen in meinem Team. Eine gewisse Standard. Und da frage ich mich, warum du mit uns arbeitest, ne? Das hoffe ich, dass ich mich das später nicht frage. Okay.
Es wird für mich eine Herausforderung, den Gesichtsfasching zu vermeiden oder laut loszulachen. Na, gucken wir mal, wie ich das durchhalte. So, nebenzu sitzt AAS, das Raben-Aas, oder Andreas Schroth. Und Andreas hat erstens die Bilder hier erschaffen für die Charaktere. Mehrere davon aus dem Nichts in den letzten Tagen quasi schnell geliefert. Das war so ein, niemand hat es von ihm verlangt, es ist passiert. Wenn man nicht spricht und den aufhält, gibt es auf einmal ein halbes Dutzend neue Shadowrun-Illustrationen. Was hat man davon, wenn man Qualitätsstandard bei Orkenspalter TV etabliert? Irgendwann wäre es jetzt komisch, wenn es keine gäbe, und deswegen musste das leider sein. Tut mir leid. Ich weiß, ich fand das übrigens super, Andreas, weil du hast mir damit eine Make-up-Vorlage gegeben. Ich musste mir keine Gedanken machen. Es war super. Gerne wieder. Ja. Und Andreas ist Illustrator für Shadowrun. Andreas ist der Redakteur für Shadowrun bei Pegasus. Und Andreas ist auch einer von den Leuten, die lange die deutsche Szene auch sehr lebendig gehalten haben mit einem Projekt zu Berlin zu Shadowrun-Zeiten. Und schön, dass du dabei bist und dass wir dich trotz technischer Schwierigkeiten noch dazu bekommen haben. Ja, immer gerne, weißt ja. Meine Rolle heute ist der gute Kodiak, den hatten wir schon mal vor längerer Zeit, ich glaube im November oder so letzten Jahres gab es mit dem einen ersten Ausflug. Kodiak seines Zeichens ist toll, auch wenn er auf den Bildern oder auf dem Bild keine Hörner hat. Das hat er auch in der Realität nicht, also er hat die sich quasi abgesägt, damit er leichter in Helme reinkommt zum einen, damit er weniger leicht an Sachen hängen bleibt zum zweiten. Und auch, weil es natürlich in der Welt von Shadowrun dafür adäquaten Ersatz gibt. Das heißt, er besitzt mehrere mehr oder weniger auffällig gestaltete Hörner zum Festklemmen auf seinen beiden Stümpfen. Und ja, damit kann er sich für Partys schick rausmachen oder kleine Stummelchen machen, die nach echten Hörnern aussehen, um dann weniger aufzufallen oder was auch immer. Er seines Zeichens ist Rigger, ursprünglich aus dem Militärbereich kommend, dort aber kam er nie an die Fahrzeuge ran, die er gerne gefahren oder auch geflogen hätte. Und jetzt macht er das eben als Freischaffender mit einem reichlich aufgemotzten Roadmaster. Bringt er Dinge von A nach B, ob sie wollen oder nicht. Gut, ob sie wollen oder nicht. Manchmal sind die Dinge auch lebendig, das passiert. Und zu guter Letzt, Ben. Ein paar von euch sind mit seinem Raid hier rübergekommen. Ben streamt ansonsten auch sehr viel Pen and Paper. Und er ist heute als die zweite riggernde Person, als Riggerin dabei. Rigging ist, wenn man sein Auto so sehr liebt, dass man ein Teil von ihm wird. Das auch kurz nochmal zu erklären. Und sich da einstöpseln kann, um es direkt zu steuern. Hi, Ben! Hi, Maria, hallo Team. Ja, ich spiele Jijeon, allerdings unter dem Straßennamen Kumiho bekannt. Eine koreanische Elfe, genau. Wir sind nämlich alle Meta. Wir sind alle Meta diesmal. Und ich rigge, ich habe mir gedacht, mein Shadowrun-Charakter spielt schon ein bisschen länger. Sollte auch mal was zu tun haben mit dem, was ich gar nicht im echten Leben mache, nämlich Autofahren. Ich kann überhaupt kein Auto fahren, deshalb Riggerin, die einfach alles lenken kann, was sie will. Allerdings hat sich Ji eher auf Drohnen tatsächlich spezialisiert. Ich bin eine Drohnen-Riggerin. Und, perfekte Ergänzung. Fantastisch. Wunderbar. So, das ist unsere Crew für heute. Was spielen wir? Wie spielen wir das? Ich vertraue allen hier, dass sie ihre Würfel zu Hause selber durch die Gegend kollern lassen. Und dafür brauchen wir sechsseitige Würfel und davon viele. Shadowrun ist ein Erfolgssystem, ein Würfelpool-Erfolgssystem, wo wir in der Regel immer ein Attribut und eine dazu passende Fertigkeit addieren. Da sind dann Werte, die irgendwo so zwischen 1 und 6 liegen, und dann addiert man die auf und kommt dann bei richtig geilen Sachen bei einer 12 raus. Manchmal, wenn man dann spezialisiert ist, auch noch mehr. Und dann würfelt man die, und jeder Würfel, der eine 5 oder eine 6 zeigt, ist ein Erfolg. Alle, die was anderes zeigen, sind egal, es sei denn, es sind richtig viele Einsen dabei. Es sei denn, man hat es versemmelt und mehr Einsen als die Hälfte der Würfel, dann passieren leider unschöne Dinge. Aber ansonsten kann man die in der Regel ignorieren. Und
Wir werden da durchaus zwischendurch auch noch mal ein paar Dinge erklären. Aber ganz kurz für Leute, die so keine Ahnung von Shadowrun haben. Wie gesagt, Rigging ist eine Bezeichnung dafür, dass man sich mit seinem Hirn direkt entweder mit einem Kabel, das man reinsteckt, oder per Wi-Fi-Verbindung mit den Maschinen, die man steuert, in Kontakt setzt und durch die Augen seiner Drohnen schauen kann, das Auto mit seinen natürlichen Reflexen steuern kann, ohne dass man dafür ein Lenkrad braucht und so weiter. Wir haben eine Deckerin, die macht das Ganze mit der Matrix, 3.0 mittlerweile. Das Internet ist eher in der Entwicklung gewesen, wie man sich das in den 80ern vorgestellt hat, in den einschlägigen Romanen zum Thema Cyberpunk, also zum Beispiel Snow Crash von Neal Stephenson. Und obwohl der, glaube ich, sogar später ist als Shadowrun, beziehungsweise das, was William Gibson, der Vater des Cyberpunk, beschrieben hat in seiner Neuromancer-Trilogie oder in anderen Romanen, die in ähnlichen Settings spielen. Das heißt, wir haben eine visuelle Repräsentation, in der man cool 90s-Style sich durch die Gegend bewegen kann, beziehungsweise heutzutage in den 2080ern, in denen wir spielen werden, ist die überall um uns herum. Quasi jede Person und jeder Gegenstand hat seinen eigenen kleinen Nodus, der auch dann in der Augmented Reality abgebildet wird und einen anpingt. Überall wird man von Werbung angesprungen, die nur in der virtuellen Realität existiert. Seine Kaffeemaschine redet mit einem und man kann parallel in der echten und in der digitalen Welt unterwegs sein. Und das machen die Ihr Decker. Könnt das Internet in euch selbst drin tragen sogar. Ihr müsst nicht mal Geräte dafür benutzen. Ihr könnt die einfach in euren Kopf reinballern lassen, damit ja. es noch schneller geht. Ein Traum. Danke. Ja, es ist keine Screentime mehr. Es ist einfach alle Time. Es ist deine Lifetime mit Internet im Kopf. Und es gibt sogar Leute, die können das mit ihrem nackten Hirn. Aber davon haben wir keinen dabei. Die sind weird. Was nicht weird sind. Die existieren gar nicht. Die sind Märchen, habe ich gehört. Weiß es nicht. Was nicht weird sind, sind Magier. Ja, Magier haben wir seit 2012. Beziehungsweise 2013. Übrigens, très bien. Ich finde es hervorragend, dass du von Videospielen zu ernsthafter Wissenschaft rüberschwenkst. Aber bitte lass dich nicht aufhalten. Genau, ja, inzwischen kann man zum Beispiel seinen Abschluss am Massachusetts Institute for Technology and Thaumaturgy machen, am MITT. Oder ist es Technology and Magic? Ich bin mir nicht sicher, aber man kann am MIT jetzt auch Magie studieren und es ist erweitert worden. Mehrere große deutsche Universitäten haben auch inzwischen eine magische Abteilung, zum Beispiel Heidelberg. Unwichtig, exakt Heidelberg, wo unter anderem auch die Faustgenossenschaft sitzt mit einer großen Abteilung. Also da gibt es dann auch dementsprechend Organisationen, so wie man, keine Ahnung, die Archäologen haben früher im Winkelmann Cup, als ich noch studiert habe, Fußball gespielt und genauso haben die Magier unter sich auch ihre öffentlichen und weniger öffentlichen übergreifenden Organisationen. Und ein hermetischer Magier ist ein wissenschaftlicher Magier. Das heißt, Trois hat studiert. Trois hat wahrscheinlich auch Studiengebühren bezahlt, mehr als reichlich. Oder wurde von einem Konzern finanziert. Und Trois kann berechnen, wie die Begründung dafür, dass astrale Energie existiert, ihre Flussgeschwindigkeit und dergleichen. Das hat nichts mit irgendwelchem übernatürlichen Schmuh zu tun, sondern das ist alles harter Fakt, den man nachweisen kann. Gut. Nein, ich bin keine Corpo. Ich hasse Firmen. Entschuldigung. Ja, wir gucken mal, wie viel Punk im Cyberpunk drin ist. Was machen wir heute? Wir machen einen sogenannten Run. Das ist die Grundlage, wie man normalerweise Shadowrun spielt. Also die klassische Variante. Einen Einsatz von unserem Team von Runners, von Shadowrunnern, von ProfiverbrecherInnen, die zusammen mit einem Auftrag für Geld oder andere Lockmittel versuchen, etwas zu erreichen, das andere nicht wollen, dass es erreicht wird. Und die anderen können verschiedenste Leute sein. Corporations, die Polizei, die meistens auch eine Corporation ist. Oder die Regierung, die in der Regel auch eine Corporation ist. Also ja, ihr kriegt das schon mit, was das Thema ist. Und wir werden einsteigen damit, dass ihr am Ort
ankommt und alles, was dann wichtig ist an zusätzlichen Informationen und was ihr vorbereitet habt und dergleichen, können wir in Rückblenden und als kleine Punktekonten abhandeln. Ich finde, das ist für so One-Shots eigentlich immer ganz gut, denn ansonsten passiert es gerne mal, dass Leute an Shadowrun zwei Abende planen und einen halben spielen. Sehr gut. Eure kleine Truppe ist vom Herrn Schmidt. Herr Schmidt war eine Frau und hieß wahrscheinlich die Schmidt, ist aber egal. Das ist die Bezeichnung für eine Person, die einem einen Auftrag gibt, damit alles ableugnbar ist. Von einem Herrn Schmidt den Auftrag bekommen, ein Schwert zu stehlen. Ein antikes Schwert. Und zwar also wirklich antik im Sinne von spätantik. Eine Sparta. Ein schönes, zweischneidiges Langschwert, einhändig geführt aus der römischen Spätantike. Ein ausgesprochen schönes Stück. Die Klinge ist nochmal neu überarbeitet worden wahrscheinlich, weil die sehr frisch aussieht. Aber der Griff mit seinen wunderbaren Goldfolierungen und Almandin-Einlegearbeiten, der soll noch original sein. Und irgendwann hat das auch mal im Museum gelegen. Heute gehört es jemandem, wie das mit solchen Dingen passiert. Und zwar gehört es Alfons Jederbeck. Alfons Jederbeck ist so ein Mittelmanagement-Typ aus dem Frankfurter Bankenverein. Die Frankfurter Börse wird vom Frankfurter Bankenverein beherrscht. Wir spielen im Großraum Frankfurt. Und Alfons Jedermeier ist nur in der mittleren Managementbrücke, weil er noch jung ist. In den 20ern. Seine Mutter ist ein hohes Tier im Börsenverein. Das heißt, dem steht noch was ganz anderes bevor. Eine Karriere unvermeidbar, mehr oder weniger. Und er ist ein großer Fan davon, antike und interessante Dinge aus der Weltgeschichte zu sammeln und zu besitzen und nicht einfach nur sie anzuschauen. Und es gibt eine perfekte Gelegenheit, sowas auch mal zur Schau zu stellen. Denn heute Abend gibt es eine wunderschöne, zumindest ist es so angepreist, Eröffnungsfeier für eine neue Serie, die von der Zenit AG ausgestrahlt wird. Decadence heißt sie, spielt im Spätruhm. Es geht um Sex und Gewalt und Intrigen. Und außerdem gibt es noch eine Fernsehserie, die im Spätruhm spielt. Die Geschichten rings um die Dreharbeiten sind mindestens so abstrus wie die Stories, die da laufen werden. Und man hat dafür ganz viele tolle Kulissen und digitale Sachen und dergleichen gebaut. Und man hat beschlossen, obwohl Zenit AG eigentlich aus Franken heraus arbeitet, die Saalburg anzumieten dafür. Das heißt, unsere kleine Truppe findet sich heute Abend vor diesem antiken, heute in Rekonstruktion wieder aufgebauten Römerkastell im Taunus wieder. In ihrem Rücken Frankfurt, der Megaplex. Reicht im Süden bis Mannheim-Heidelberg runter, wo Industrie und Forschung sich die Hand reichen über den Neckar, wo die wirklich Reichen sitzen, weil es hübscher ist als meistens in Frankfurt selber. Im Westen geht es bis nach Wiesbaden-Mainz, Städte, die durch die Überflutungen in den letzten Jahrzehnten und durch andere Naturkatastrophen eigentlich fast schon, Ruin geworden sind und in der letzten Zeit wieder aufgebaut wurden. Aber trotzdem, das ist nicht die Gegend, wo man wohnen will, wenn man ein bisschen Kohle und Selbstachtung hat. Aber direkt hinter euch glitzert Bad Homburg und dahinter Manhattan selbst, das eigentliche Frankfurt mit der Skyline, die sich ein bisschen im Dunst, die sich verliert, aber trotzdem hell genug und neonfarben genug ist, um die Umgebung mit einer schönen Glocke aus Licht zu überstrahlen, auch an diesem Abend. Und ihr hört die ganze Zeit das laute von startenden und landenden Flugzeugen, die am Frankfurter Flughafen und den dazugehörigen Satellitenflughäfen landen, starten, warten, entschleifen. Und vor euch jenseits der Saalburg der Taunus. Erwacht. Also magisch. Aktiver Wald. Was vielleicht erklärt, warum die Verteidigungsanlagen der Saalburg ziemlich gut in Schuss gehalten sind und auch heutzutage mit Wachtpersonal besetzt sind. Denn was aus dem Wald teilweise kommt, hat Menschen zum Fressen gern.
Das will man nicht, dass die Bevölkerung das weiß. Aber es ist so. Und die Bevölkerung weiß es. Gut, wir hatten vorab schon drüber gesprochen, wie ihr auf unterschiedliche Art und Weise auf diese Party kommen wollt, auf die Decadence-Party in der Saalburg. Und wir haben zwei Leute, die als Gäste hinkommen. Wir haben eine Person, der als Schausteller da ist und zwei, die im Service arbeiten wollen. Fangen wir doch mal an. Wer sind denn die offiziellen Gäste auf der Party? Monsieur Kozak. Ja, Kozak. Kozak. Wenn Sie mal das Lenkrad loslassen könnten. Vielleicht könnten Sie einmal eine kurze Zusammenfassung, wie war noch einmal die Plan? Also ich habe verstanden, dass ich reingehen soll als Gast. Ja, ich habe auch meine Rolle verstanden, was ich da tun soll. Ja, es gibt ein paar Aperitifs, wir nehmen ein paar Gläser Wein zu uns, wir unterhalten uns, wir haben Sex in den Toiletten und anschließend werden wir das Schwert an uns nehmen. Die Frage ist, das Schwert. Könnten Sie noch einmal das genaue Vorgehen mir erläutern, bitte? Warten Sie, ich muss mein Pad rausnehmen, ich schreibe mit. So, bitte. Nun, das Schwert befindet sich an einem Ort innerhalb der Saarburg, den wir, wenn ich mich recht entsinne, Magan ESL, auch kennen. An der Person, die es als Teil des Kostüms trägt. Es ist nämlich eine Kostümparty. Es wurde gebeten, dass alle Leute ein passendes Kostüm für den Abend tragen, während ihr da steht, wo unser Rigger Kodiak seinen Wagen abstellen will. Da könnt ihr schon sehen, dass gerade jemand über einen roten Teppich flaniert und diese Person trägt ein Kleid, das nur aus goldenen Perlen besteht und eine ägyptische Perücke, die ebenfalls mit Perlen behangen ist. Das Blitzlichtgewitter von verschiedensten Mediendrohnen lässt sie und die Tatsache, dass sie nichts drunter trägt, hell erstrahlen. Und ein paar andere Leute sind in etwas günstiger gestalteten, wir sind einfach irgendwelche römischen Toga-Typen-Kostümen neben euch unterwegs und unterhalten sich. Wer hat mein Kostüm besorgt? Eine Frage. Wer hat das bestellt? Das ich muss sagen, ich natürlich organisiert. Es gefällt mir sehr gut, ja. Napoleon ist ein Charakter, der wirklich zu mir passt, finde ich auch. Ich weiß noch nicht, was ich auf dieser römischen Party soll. Aber ich denke, wir können etwas improvisieren, was das angeht. So, der Plan. Ach so, ja, wir sind vor Ort. Schwert an Person. Bitte, Monsieur. Weiter. Wir stehen hier gerade ziemlich abseits auf dem Parkplatz, so weit weg, wie es geht, damit keinem auffällt, dass hier ein, ich sag mal, eher niederklassiger Roadmaster herumsteht, aus dem gleich feines Personal aussteigt, beziehungsweise ein feiner Gast. Da müsste ich von dir nochmal wissen, wie der Name auf deiner SIN lautet, die entsprechend auch von Nu akkreditiert wurde. Weil ich muss dich ja vielleicht im Laufe des Abends ansprechen, denn ich bin hier akkreditiert als dein Leibwächter. Gilles Maurice Laurence. Ich lasse dir das Ganze. Gilles Maurice Laurence, ich lasse dir die Daten zukommen. Und dann werde ich so eine AR-Visitenkarte so in deine Richtung rüber schnipsen. Wo zumindest die Grunddaten draufstehen. Mhm. Ich bin, wie gesagt, akkreditiert als dein Bodyguard. Trage auch Anzug, wie du siehst. Ein bisschen die gepanzerte Variante von Action hier. Und aufgrund der Tatsache, dass sich bei mir 340 Kilo auf 271 Zentimeter Höhe verteilen, habe ich hier auch noch reichlich Platz, um etwaige Gegenstände von unserem Servicepersonal mit hineinzuschaffen, zu dem ich auch eine Lizenz zum Tragen verdeckter Waffen habe. Sie können unser Servicepersonal mit reinbringen? Darunter? Nein, das Servicepersonal geht ganz normal über den Serviceeingang rein, aber denen wird man sicherlich nicht erlauben, irgendwelche Waffen am Leib mit sich zu führen. Die können wir aber, wenn Sie uns ein Häppchen servieren, kann ich Ihnen rüberreichen, was immer Sie bei mir deponiert haben. Sehr gut. Ihr könnt da kurz zur Erklärung, alle von euch können zwei Dinge während des Spiels anmelden, die ihr natürlich vorbereitet habt, ob das Informationen sind oder Gegenstände und die sind dann entweder an Kodiak dran oder werden auf andere Art und Weise auf das Gelände gebracht und ihr habt alle Zugang zumindest zu einer kleinen Waffe, die auf irgendeine Art und Weise mit auf das Gelände gebracht wurde, damit wir da nicht ewig in der Zeit in der Planung drin verbringen. Gut. Ist nicht ganz so kleine Waffe, ist sein trollmäßig großer Revolver. Das ist der Wirts Atlas, der ist so groß, dass er auch Minigranaten verschießen kann. Klar. Aber er geht sozusagen als Pazifist auf das Treffen, weil er hat tatsächlich nur diese eine Waffe dabei. Das ist sehr ungewöhnlich für Kodiak. Ja, außerdem, das ist für dich eine kleine Waffe. Absolut. Dass das für die anderen Leute hier... Die wiegt so viel wie mein Charakter.
Möglicherweise. Monsieur, dann haben wir ja geklärt. Bodyguard, meine Person. Mademoiselle, bitte, fahren Sie fort. Sie waren eingeplant als Sprengstoffattentäterin. Ist das richtig? Das ist vollkommen falsch. Oh, falsche Datei. Tut mir leid. Mhm. Dann, Sie waren eingeplant als? Ich gehe rein. Ich bin als Deckerin eingeplant. Ich bin dafür da, sie durchs Gebäude zu leiten, herauszufinden, wo sich das Schwert wann befindet. Denn wie Sie vielleicht noch wissen, falls Sie zugehört haben oder mitgeschrieben haben, das Schwert wird aus einem Tresor geholt. Und idealerweise nehmen wir der Person das Schwert ab, bevor es das getan hat. Oder wenn es wieder zurückdeponiert wird. Wir wissen noch nicht genau, wo das ist. Es ist meine Aufgabe, das herauszufinden und nebenher noch den Anschein zu erwecken, ich würde diese Arbeit dort gerne für diese ganzen Arschgeigen machen. Hm. Ihr seid übrigens auch miteinander verbunden. Das läuft alles über NoStack, dass ihr einander hören könnt. Also ihr habt einen verschlüsselten Kanal, dass ihr jederzeit mit den anderen Kontakt aufnehmen könnt. Also, aus dem ziemlich großen, für Trolle umgebauten und deswegen dann auch extra teuren und verstärkten Wagen steigt aus ein Elf mit einem Mantel in Blau mit goldenen Bienen drauf und einem eleganten goldenen, ja, irgendwo zwischen Tiara und Krone geratenen Reif auf der Stirn. Das ist wohl irgendwo mal ein Napoleon-Kostüm gewesen, aber es sieht römisch genug aus, wenn man nicht drüber nachdenkt. Und kann auf den Eingang zuschreiten, wo eine ganze Reihe in der VR- bzw. Augmented Reality existierende Punkte, die minimal ausstrahlen, sodass man so nur auf maximal 50 Meter Entfernung ihre Daten mitbekommt. Lauter Werbeclips laufen für Decadence. Man sieht Leute in deutlich gemachten Körpern, die sie vermutlich in der Spätantike nicht so existiert haben, in Bädern liegen, reiten, kämpfen, miteinander streiten, vom Streit direkt zu anderen Dingen übergehen und wieder zurück. Und die Namen der Stars und Sternchen eingeblendet, von denen einige auch heute auf dem roten Teppich sein werden. Aber vor allen Dingen steht da auch ein Troll in einem maßgeschneiderten Anzug mit Cyberaugen, die sanft rot glühen und damit sein Gesicht auf eine sehr gruselige Art und Weise erhellen, der jeder Person kurz zunickt und dann so ein kurz abwesendes Zwinkern hat, so einen Tick, den viele Leute haben, wenn sie auf Daten zugreifen, die ihnen auf der Augmented Reality geliefert werden, bevor er die Identität der Person bestätigt und sie freundlich durchwinkt, einzutreten. Ihr zwei habt gute gefälschte Sins, also eure Systemidentifikationsnummern, mehr oder weniger falsche Identitäten, die angelegt werden müssen in verschiedensten Datenbanken, damit man sie überprüfen kann und sie eine Spur haben, die man zurückverfolgen kann, dass nicht die Leute sich wundern, wo aus dem Nichts auf einmal die Person herkommt. Die anderen Sins waren nicht so teuer, mit denen müsst ihr aber ja nicht so durch den Haupteingang reingehen. Musik erklingt rings um euch herum und die ist tatsächlich echt und nicht nur über die Augmented Reality irgendwie eingespielt. Und sie klingt gleichzeitig antik mit so ein bisschen Panflötengedudel und jemandem, der auf einer Leier zupft. Aber dann drunter liegt auch ein Neo-Techno-Beat, der das ein bisschen aufmischen soll. Der Türsteher schaut in eure Richtung. Willkommen. Könnten Sie mir kurz Ihre Sinn rüber vermitteln? Ja, das ist wirklich nötig. Sie haben nicht eine Bilderkennung oder so. Das Gesicht reicht nicht. Ja, ich muss mich jetzt mitmachen. Ja. Ja, bitte. Hm. Ja, meinerseits wortlos schiebe ich die einfach in die AR. Mhm. Ich hätte erwartet, dass ein anderer Standard da ist. Mhm. Bekommt ihr das hin, erst rauszufliegen, nachdem wir das Schwert haben, bei Tür bekommen? Mhm. Wenn es da ein Problem gibt, kann ich sie an unseren Tech-Support durchstellen. Aber ich denke, gibt es noch weitere Verzögerungen, was mich jetzt vom Krabbencocktail abhält? Nein, Monsieur Laurence, vielen Dank. Genießen Sie den Abend. Merci. Es wird noch eine Fotogelegenheit geben. Verdammte Audioverzögerung. Ja, am Eingang machst du was. Ich nick dem Troll im Vorübergehen nochmal zu mit so einem leicht leidenden Blick nach dem Motto, er nun wieder. Es ist eine sehr professionelle Miene, die er aufhat, mit so einem sanften Lächeln.
Aber er schaut zu dir, schaut zu deinen Hörnern, den abgefeilten. Er hat das ähnlich. Also du siehst auch, dass die Hörner, die er aufgesetzt hat, sind nicht seine natürlichen Hörner, sondern das sind ähnlich Prothesen wie bei dir, die fein poliert sind und sehr symmetrisch, so als kleine Stecken an seinem Kopf anliegen. Und dann gibt es so ein ganz kleines halbes Zwinkern in deine Richtung, bevor er euch rüberreicht und das virtuelle rote Band vor euch flatternd sich auflöst. Gut. Mein Freund, unser Plan ist es jetzt wirklich, diesen Krabbencocktail zu finden. Wir halten Ausschau und dann warten wir, was die anderen machen. Ja. Beißer? Eisenbeißer? Hören Sie mich? Stahlbeißer, immer noch. Gut. Gehen Sie auf Position, wie verabredet, und egal, was Sie machen, vergessen Sie den Koffer nicht. Denken Sie, wir brauchen ihn. Was ist für ein Koffer? Over and out. Ich guck mich um. Wo ist mein Koffer? Wo ist der Koffer? Was für ein Koffer? Weiß ich was von dem Koffer? Der Koffer in der Schwertzoll. Koffer für das Schwert. Alles gut. Ja, okay. Das haben wir natürlich vorher geplant. Das wusste dein Charakter auch. Er hat den Koffer aber nicht. Verwirrt ihn nicht. Wir haben das Memo in die falsche Höhe gehalten. Wir haben vergessen, das mal kurz runterzuhalten, die Karte. Ich werde gebucht, um zu klatschen, nicht um zu quatschen. Und du darfst auch klatschen. Wir gehen durch den Personaleingang. Ich bin hier auch gleich fertig. Und die macht ihre Nissan Roto bereit, an der eine Uzi geklemmt ist, aber auch die zur Not als Flugdrohne hinein und den Koffer heraus extrahieren kann, wenn wir ihn sozusagen in Freiem übergeben können. Und die Nissan wartet brav bei Kodiaks Wagen auf dem Dach und ist gekoppelt. Dann macht sie die letzten Knöpfe unserer Personalklamotte zu. No und sie sind ja als Kellnerin. Okay. Das ist schon sehr, sehr professionell, ja. Mhm. Und ich stecke noch ein kleines Flying Eye, eine kleine Spy-Drohne in die Tasche. Gut, dann melden wir uns mal vorne beim Eingang. Ja, oh ja, es gibt einen Seiteneingang, der fürs Personal gedacht ist. Da gibt es auch einen eigenen Parkplatz und dergleichen. Ihr sollt gefälligst nicht vorne über den roten Teppich zu der ganzen Veranstaltung kommen. Ja. Ich schaue kurz auf meine Sinn. Gabi Müller. Und darüber soll auch der als Gladiator für die Veranstaltung angeheuerte Stahlbeißer dazukommen. Oh, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Was hast du? Eine Runde? Ach, eine halbe Runde, wenn überhaupt. Du sollst es machen, uns möglichst viel Zeit verschaffen, ja, genau. Danke. Fast ein Solo von den beiden Elfen. Ja. Mhm. Dort stehen zwei andere Leute vom Sicherheitsdienst. Knight Errant tatsächlich bietet hier die Sicherheit, weil die traditionell mit Zenith zusammenarbeiten. Knight Errant gehört zu einem Großkonzern Ares. Und ihr seht, dass die Leute das Abzeichen mit dem Pferd und Schwert haben, dass sie da kennzeichnet. Ein Ork und ein Norm, die sich leise unterhalten und eine Person nach der anderen nach einer kurzen Überprüfung der Sinn durchwinken. Auch bei euch dauert es nicht lang. Und ihr bekommt gesagt, die Küche ist, wenn ihr euch links haltet hier am Weg, dann checken sie Stahlbeißer und dann, du bist spät dran. Er hat kurze Beine. Echt jetzt? Das Beste kommt immer zum Schluss. Hallo? Okay, und die ganzen anderen Darsteller für die Show sind schon da. Du bist fürs zentrale Gebäude gedacht. Okay. Findest du den Weg? Mitte. Geht klar. Kriegst du hin. Oh, gut. Lauf nicht vor die Kameradrohnen, bevor du dran bist, und halte dich da an den Cheftrainer. Marcel? Geht klar. Wunderbar. Marcel. Das wird ein Spaß. Das Gelände. Ich stapfe so ins Bein. Das Gelände ist hell erleuchtet. Über der gesamten Saalburg gibt es inzwischen mehrere hohe Stelen, die ein Schutzdach tragen. Also die ist nicht hermetisch abgeriegelt, aber die das Wetter abhalten soll, so es denn problematisch ist. Und da sind auch haufenweise Lampen aufgehangen, die das Gelände fast taghell ausleuchten. Es gibt ein paar sehr künstlich aussehende Pflanzen. Ansonsten ist das meiste mit Kies ausgestreut. Und hier und da stehen ein paar hübsche, möglicherweise echte
Texte, aber nicht zwingend Ausstellungsstücke, Statuen und dergleichen, die den antiken Anstrich nur vergrößern sollen. Und in der Augmented Reality hängen überall kleine Infoschilder in der Luft und Karten, die euch sagen, wo ihr seid und wo ihr sein dürft und wo ihr hin müsst. Das ist ausgesprochen hilfreich. Es ist überall auch schon einiges an Trubel los. Ihr könnt auch vom Eingang, das ist der rechts, der für die Angestellten gedacht ist, könnt ihr auch die Musik schon hören und das Gelächter und das Knirschen von Schuhen auf den Kies, dem ausgestreuten. Und ihr seht vor allen Dingen die Gebäude, die Rekonstruktionen der archäologischen Vorlagen sind, mit Dächern, die mit schweren Tonpfannen ausgelegt sind, gemauerten Wänden, und rechts und links erstreckt sich auch die Sicherheitsanlage, wo man auf einem Wall eine antike Mauer nachgebaut hat, wo ihr aber jemanden gerade mit einem Wachhund an der Leine und einer Schnellfeuerpistole an einem Sicherheitsholster vorne an der Panzerweste entlang marschieren seht, ebenfalls mit dem Knight Errant Symbol auf dem Ärmel. Ihr seid alle auf dem Gelände. Taube an Taubenschlag. Taube an Taubenschlag, Zielperson noch nicht entdeckt. Kodia gibt per subvokale Mikrofon, das heißt, ohne dass sich sein Mund dabei bewegt, rum. Am besten treffen wir uns dort, wo die Arena für die Gladiatoren ist, da unser Ziel dort mit größter Wahrscheinlichkeit früher oder später auftauchen wird. Ja. Soll ich einen Krabbencocktail mitbringen? Ich glaube, der wurde bestellt. Ich habe schon einen gegessen, aber ich nehme natürlich noch einen Krabbencocktail. Wenn du einen frischen finden kannst, bitte, ja. Natürlich. Merci. No. Die Küche ist in der Taberne, da rechts unten. Mhm. Und da gehen wir zusammen hin? Ja. Ich heiße jetzt Lola. Lola. Gabi und Lola. Lola, Gabi und Lola. Ja, ja, so sehen wir aus. Hier sind sehr viele Kameratronen. Falls wir uns einen Überblick verschaffen können, kommst du vielleicht hinein und kannst einmal schauen, ob unser Ziel, jeder Bag, schon irgendwo unterwegs ist. Mein Plan ist tatsächlich, dass wir es nur einmal kurz aufschlagen, so tun, als wenn wir unserer Arbeit nachgehen. Und ich habe ja im Vorhinein herausgesucht und die Gebäudepläne mit großer Anstrengung, genau wie die sind, organisiert. Und weiß genau, wo ich hin muss, um mich dann lokal in die Sicherheit einzuklinken. Ja. Macht es ein bisschen einfacher. Ja, und ich übernehme so lange deine Zusatzschicht oder sowas, das nicht vermischt wird. Ich bin auch auf dem Klo. Irgendein Gast hat mir einen Krabbencocktail über die das Pferd geschüttet. Ja. Ja. Der Krabbencocktail wird vielleicht noch wichtig. Ja, in der Küche ist emsiger Betrieb. Es gibt keine Einweisung oder so etwas. Man erwartet, dass ihr alle eure Informationen schon bekommen habt. Und auch da gibt es in der AR eine ganze Reihe an Schichtdienst-Aushängen. Und es stehen eine ganze Menge Tabletts dabei. Aktuell ist der Champagner-Empfang mit Hors d'oeuvre gedacht. Zack, Lola, no, greift sich einen Teller. In meinen Händen sind aktuell diese Pizza-Hors d'oeuvres komplett en vogue und genau die werden jetzt rumgebracht. Was ist das? Das ist eine vegane TK-Pizza, die ich immer angefangen hatte heute. Nicht weitergegessen. Ich warte auf den Krabbencocktail. Ja. Könntest du noch einmal mit dem Krabbencocktail wiederkommen? Ich habe den Krabbencocktail. Ah, das erklärt es. Gut, eine kurze Auffrischung für meinerseits. Erzähl mir nochmal den Plan, wie du dich um das Schwert kümmerst? Erstmal müssen wir das... Kumiho schaut dir übrigens die ganze Zeit nicht in die Augen. Bei der Vorbesprechung hatte sie die ganze Zeit Kapuze auf, als sie gemerkt hat, dass Elfen dabei sind. Und jetzt, wo sie keine Kapuze tragen kann, weil sie in dem Waitress-Dress da unterwegs ist, schaut sie dir tatsächlich nicht in die Augen, denn die Ohren sind definitiv kleiner als eure beiden. Wir werden uns mal das Ziel raussuchen und... entweder hat er das Schwert, dann wird es schwieriger, oder er hat es nicht, dann müssen wir den Tresor finden, knacken und dann fliege ich mit. Moment bitte. Was? Lassen Sie bitte diesen Krabbencocktail zurück in die Küche bringen. Das ist kein akzeptabler Standard. Und dann, wenn Sie wieder da sind, können wir über diesen Auftrag reden. Kamsamida! Und dann dreht sie sich um und geht strengen Schrittes weg von Troa. Gut. Währenddessen stolpert Helmut rum. Ich suche den Marcel. Hast du Marcel gesehen? Ich suche den Trainer. Marcel? Bist du Marcel? Nein, du siehst mir nicht aus wie ein Marcel. Ich bin Marcel. Ah, Marcel.
Wer ist mein Gegner? Wann? Okay. Ich sehe, wir haben vielleicht ein Problem. Du hast schon verstanden, dass das eine Show ist und nicht wirklich ein Kampf. Was? Marcel, ein sehr großer, bulliger Ork, der ein Karate-Gi trägt und Jogginghosen und eine ganze Reihe von anderen Leuten unterschiedlichster Hintergründe neben sich stehen hat, die alle in pseudorömischen Kostümen angetan sind und eingeölt obendrein, die ich jetzt etwas verwirrt anstarren. Es ist eine Show. Ihr sollt so tun, als würde. Es ist vollkommen okay, wenn ihr euch dabei verletzt, logischerweise, klar. Aber wenn du gesagt bekommst, dass du verlieren sollst, verlierst du. Okay? Okay. Muss ich? Wirklich? So ganz unter uns? Ja. Verdammt. Okay. Ey, Chama, komm mal her. Okay. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aus welchem Dojo du kommst oder wo du auch oder aus welcher Straßenecke oder sonst irgendetwas. Aber wenn du bei deinen Leuten irgendwie als die große Kanone giltst, ja, hier bist du nix. Hier bist du weniger als nix. Ja, wenn der Kuchen redet, hat der Krümel zu schweigen. Okay. Knirsch mit den Zähnen. Verstehen wir uns? Wenn du eine gute Figur machst im ersten Kampf, dann schauen wir mal, ob wir dir eine Storyline geben für den Abend, dass du dich durchsetzt. Aber im ersten Kampf verlierst du. Okay, erster Kampf verliere ich. Meinetwegen kriege ich irgendwie hin. Schön. Und jetzt wirf dich in Schale. Wieso, die überholen mir halt eine Puga fürs Unterbau, weil ich habe obenrum habe ich nichts an. Also du kriegst im Grunde eine Windel. Yeah. Sandalen plus Schienbeinschutz, ein Netz und eine große Gabel. Könnte ich aber einen großen Göger aufspießen. Okay, Mann. Du bist Retiarius. Du wirfst das Netz auf jemanden und dann stichst du sie mit dem Dreizack. Das kann ich. Gut. Schön. Mann, in deiner Akte stand, dass du das schon mal gemacht hast, aber ey. Ja, hab ich auch. Definitiv. Netz, Pieks. Ja, okay. Hast du einen Gladiatorennamen? Blechschmidt. Kann man das auch auf Römisch? Also, Blechschmittikus. Hören wir das übers Kopf? Ihr hört das, ja. Nimm Romulus. Vielleicht Romulus. Wow. Das ist das eine, was dir einfällt. Naja, du hast noch 5 Minuten, um mit was Besserem um die Ecke zu kommen. Mach dich warm. Genau. Ich gehe auf den Boden, die Gestütze. Team, haben wir stellweise klar gemacht, also oft genug klar gemacht, dass das ein Showkampf ist? Ja, aber ich glaube, wir hätten trotzdem vor lateinischen Namen recherchieren sollen. Ich gucke mir eben kurz im Netz nach. Klatschikus. Bleibt irgendwo in der Ecke stehen. Ich finde durchaus interessant, dass er noch nicht mal ausschließt, dass er noch hier in dieser Kommunikation ist und durchaus hört, dass wir über ihn reden. Ich hoffe, er hört es. Aber ihr euch keinerlei Gedanken darüber macht, weil ihr genau weißt, er ist momentan in seinem Fokus. Alles in Ordnung bei dir? Fokus ist ein guter römischer Name. Was werden wir? Wo? Ja? Ist das jetzt wirklich der wichtigste Punkt? Könnten sich bitte alle einmal umsehen, ob sie die Zielperson gesehen haben? Ich sehe nackte eingehüllte Hintern. Das Wichtigste ist die Lokation dieser Waffe und der Zielperson. Und ist nichts. Kodiak macht seit absolut der Anfang der Zeit nichts anderes. Er hat ja auch zu keinem der Gespräche irgendwas gesagt, die hier wichtig über den internen Kanal geteilt werden. Ich halte einfach die Augen offen, meine Cyber-Augen, meine aufgerüsteten und meine leider nicht aufgerüsteten Ohren genauso. Ob ich irgendwo den Namen Jederbeck oder irgendeine Bezugnahme auf ihn oder wo er ist, aufschnuppe. Dann kannst du mir meinen Wurf auf Wahrnehmung geben. Und das kannst du ganz klassisch mit Intuition
machen, wenn du willst, aber auch mit Logik. Das mache ich mit Intuition. Genau. Wie am Anfang gesagt, bei Shadowrun wird meistens ein Attribut und eine Fertigkeit addiert und jede Fertigkeit hat ein Attribut, mit dem sie klassischerweise verwendet wird, aber nicht muss. Genau. In seinem Fall beispielsweise Intuition hat er 5, Wahrnehmung hat er 4, das macht einen Pool von 9 und mit diesem 9er Pool habe ich 3 Würfel mit 5 oder 6 gewürfelt, das heißt 3 Erfolge. Ich habe 3 auch 2 Einsen gewürfelt, aber das ist in dem Fall irrelevant, weil es eben nicht besonders viele und vor allem nicht mehr als Erfolge waren. Also, du siehst vor allen Dingen schon mal 2 weitere Personen eures Teams, nämlich No und Kumiho in schwarzen Kleidchen mit Tellern und hochgesteckten Haaren in Richtung des Empfangs marschieren. Das ist dann vor dem Hauptgebäude. Die kommen aus der Taverne rechts und gehen über einen eigenen Weg. Vor dem Hauptgebäude ist nochmal, da läuft der rote Teppich hin und hat dann so ein T-Ende im Grunde, dass alle sich dann nochmal aufbauen können. Und da sind Stellwände aufgebaut mit den Sponsoren, die für das Event da sind. Und da werden auch ein paar Interviews geführt von JournalistInnen, die da vor Ort sind. Und da steht unter anderem, also dir fällt auf, einmal die Frau in dem Kleid, das nur aus Perlen besteht. Die ist eine Homo sapiens sapiens, also sozusagen eine Norm, aber ausgesprochen gut aussehend und wohl keine der Darstellerinnen, sondern, bist dir nicht sicher, du glaubst das Gesicht irgendwo schon mal gesehen zu haben, aber da müsstest du irgendwie nochmal nachforschen. Aber die fällt dir auf, als dass da durchaus Aufmerksamkeit da ist und dass sie vor allen Dingen mit das gewagteste Outfit des Abends hat. Und nach einigem Hin und Her siehst du einen etwas untersetzter wirkenden Mann, der eine ziemlich prachtvoll bestickte Tunika trägt, die vor allen Dingen auch in der VR glitzert und glimmert. Der hat da auch noch einen projizierten Glamour drüber und einen mit Gold beschlagenen Ledergürtel über dieser bunt bestickten Tunika trägt. Das ist Alfons Jederbeck, den erkennst du. Der hat einiges machen lassen und hat dementsprechend ein tolles Kinn und hohe Wangenknochen. Und auch seine Haare sind irgendwie ab Anfang 20 wieder nach vorne gewandert, anstatt lichter zu werden, kurioserweise. Aber den erkennt man wieder, weil er sich darum bemüht hat, ein Gesicht zu haben, das man wiedererkennt. Aber kein Schwert am Gürtel. Vielleicht noch nicht. Okay, dann schicke ich die Aufnahmen der beiden zusammen mit einer Markierung auf der Karte, die Nu geteilt hat, wo die sich gerade befinden, an den Rest des Teams. Und sage, habe Jederbeck gesichtet, aber er hat das Schwert nicht dabei. Oder zumindest sehe ich es nicht. Na super, behaltet ihn gerne mal im Auge. Ich kümmere mich jetzt darum, dass wir wissen, wo sich das Schwert aktuell befindet. Gegebenenfalls müsst ihr uns ein bisschen Zeit erkaufen, bevor sich sein Accessoire holen möchte. Warum auch immer das zu dem Ort will, das passt einfach gar nicht. Das ist komplett andere Farbe. Ich gehe hin, wo Jill hingeht. Hint, hint. Wo will Jill hin? Jill geladen als Gast, als einfach jemand, den man kennen muss. Ein It-Boy sozusagen. Wo will der hin? Gut, ich meine, den Krabbencocktail haben wir bereits erobert, ja. Deswegen, das Schwert ist nicht da. Ich würde dann gerne Folgendes machen. Ich würde mich so in, sag mal, 2, 3, 4 Schritt so in die Nachbarglocke oder so drängen wollen und einfach hoffen, dass ich ein paar Gespräche auffangen kann. Eventuell bekomme ich sowas mit wie, ja, wir müssen das Schwert noch abholen oder man sieht das bereits an seiner Verkleidung vielleicht an der Seite so ein Gehänge, weißt du, für das Schwert, also so, wo man das festbindet, bereits vorhanden ist, einfach aus der Nähe irgendwas mitzubekommen. Kujak, wir sollten uns da drüben in die Position begeben. Ja, halte mal ein offenes Ohr unter links. Außerdem bringe ich die Kamera, die mir nur gegeben hat, direkt unter dem kleinen Stittich dort an. Das heißt, du möchtest möglichst ohne, dass Leute mitbekommen, dass du das tust, da die Kamera platzieren? Ich lege da meine Zigarettenschachtel so auf den Tisch. Okay, da ist sie drin? Gut. Ja, wenn Nose mir eine Kamera gegeben hat. Ja, wir gehen davon aus. Wir können das gerne als einen der Punkte verwenden. Du legst deine Zigarettenschachtel hin, ja?
Kurzer Einwurf, Jill müsste als Magier akkreditiert sein, nicht einfach nur als It-Boy, weil seine Magiefähigkeit ist ja in seiner Aura zu sehen. Genau deswegen ist er ja kein Servicepersonal. It-Boys können ja zum Glück auch magisch sein. Okay. Also ja, es ist bekannt, dass er Magier ist. Und er ist auch nicht der Einzige. Ihr seht tatsächlich ein paar Leute, die hier sind, die tatsächlich, also eine Person ist definitiv, die erkennt Jill wieder. Ist eine Forscherin, die seit 2 Jahren in Heidelberg aktiv ist und die sich gerade auch mit jemandem unterhält. Und als du an der vorbeigehst, schnappst du ein bisschen so auf, wirklich der letzte Unsinn. Aber ich habe gehört, die Küche ist ziemlich gut. Und am Ende, naja, man muss ja irgendwie auch die Händchen halten von den Leuten, die die Forschung bezahlen. Insofern lächeln und mitmachen, denke ich. Aber ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle. Wir sind hier ziemlich nah an den Bergen. Und die Messungen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, die lassen jetzt nicht unbedingt die. Und dann fließt das Gespräch auch wieder aus deiner Hörbubble raus. Gut, was Kodiak natürlich nicht wissen kann, ja. Jeder Hermetiker ist automatisch ein It-Boy, aber nicht jeder It-Boy natürlich ein Hermetiker. Also, das muss man natürlich immer im Hintergrund halten. Ja. Ich glaube, die Person kenne ich dort drüben. Es besteht die Gefahr, dass sie mich identifiziert. Aber ich glaube nicht. Aber noch nichts Relevantes zu dem Schwert herausgefunden. Hey, Kodiak markiert. Also verpasst übrigens der Frau mit dem Perlengewand in der AR noch einen Pin nach dem Motto: Kennt die jemand? Fragezeichen. Mir kommt sie bekannt vor. Irgendwie. Mhm. Da können ja alle mal drauf schauen. Und hat irgendjemand von euch eine lustige Hobbyfähigkeit? Ich wollte es gerade nämlich anbringen. Also mein Charakter hat 2 tolle Wissensdinge, Wissenspunkte extra nochmal, nämlich AR-Influencer und Modetrends. Okay, ja. Du kennst sie. Wer ist das denn? G. Einfach nur G. Y-I. Und G ist Mode-Influencerin, ja, aber ihr gehören auch ein paar Clubs im Großraum Frankfurt, wo sie verschiedenste Sachen veranstaltet. Und G steht in dem Ruf, dass da mehr hinter ist als nur ein glitzy Girl, das im Stream Handtaschen hochhält und versucht, Dinge mit ihren Schuhen zu kombinieren. Also, die steht schon im Ruf, ein bisschen gefährlich zu sein, wenn man ihr in die Quere kommt. Mhm. Die Person, die du meinst, sieht ein bisschen harmlos aus und umwerfend, aber vielleicht hältst du dich davon ein bisschen fern. Und wenn du dir jemanden suchst, um Zeit zu vertreiben oder zu beobachten, dann nicht G. Ich glaube, wir haben heute genug Schwierigkeiten, als uns noch mit der anlegen zu müssen. Und wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mal kurz ein Tablett in irgendwen reinwerfen. Ein Tablet? Ja, ja. Ich brauche einen Grund, um nicht mehr weiterzuarbeiten. Moment. Und irgendwo im Hintergrund sieht man sie sich ein unbedachtes Opfer aussuchen. Vielleicht schon ein Glas Alkohol in der Hand oder auch das zweite, dritte Glas Alkohol schon in der Hand, in das sie so reinlaufen möchte, geschickt, dass es so wirkt, als wäre die Person in sie reingelaufen, das Tablett auf ihre Klamotten abzuwälzen. Okay. Ich würde sagen, das ist ein Wurf auf Heimlichkeit, um das auf eine Art und Weise zu machen, dass das nicht wie meine Schuld wirkt. Ja, dass das nicht wie deine Schuld wirkt. Was hast du dir rausgesucht? Männlein, Weiblein, weder noch nach welchen? Ich hab mir den Dude raussucht, der jetzt schon am betrunkensten aussieht. Mit Abstand. der betrunkenste Dude, ja. Ja, genau. Ja, ich gehe davon aus. Wo ist denn jetzt meine Heimlichkeit? Ich bin gerade, hier ist sie da. So, gibt es, der sieht aus, als hätte er schon reichlich vorgeglüht vor der Veranstaltung. Der 10W6. Labert gerade eine von den Journalistinnen, die einfach nur mit einer Kameradrohne am roten Teppich steht, zu. Und außerdem in Cannes, als das Ganze noch war, war ich 2 Jahre in Folge auf jeden Fall mit den angesagtesten Veranstaltungen. Dafür muss man ja in der Regel eine Yacht leihen. Aber wenn man schon eine Yacht hat, ja, was man hat, das hat man. Und ich meine, wenn du mal in Cannes bist, dann melde dich. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen dafür, also ein exklusiver Bericht. Ich habe mit wem ich alles habe ich nicht Spinrad natürlich, also Spinrad selber, der hat ja meistens keine Zeit, aber und dann während einer seiner, ich habe 6 Erfolge, by the way,
während einer seiner ausholenden Gesten, die er wahrscheinlich machen wird, okay, will ich ihm gerade ein Hors d'oeuvre anbieten. Und er reißt das Tablett, weil, wenn es denn gut gelaufen ist, ja, komplett um. Das sind die ganzen wunderschönen Pizza-Hors d'oeuvre, der heißeste Scheiß in Manhattan und Manhattan, sich über meine Klamotten ergießt. Und teilweise über der Journalistin, die nicht mal wirklich reagiert. Die steht nur da, zwinkert die Tomatensauce aus ihrem Gesicht. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber hätten sie nicht... Ja. Fast aus dem Nichts erscheint jemand in einer einfachen Serviceuniform, packt dich an der Schulter, zieht dich weg, entschuldigt sich bei dem betrunkenen Mann, dreht sich dann zu dir um und sagt, du bist gefeuert. Aber er ist schuld. Der Kunde ist niemals schuld. Hast du es nicht gesehen? Ja, und ich habe gesehen, dass der Kunde niemals schuld ist. Verpiss dich. Kann ich mich wenigstens noch kurz frisch machen und die Klamotten abgeben? Okay. Ja, gib die Klamotten ab. Du darfst noch eine halbe Stunde auf dem Gelände bleiben. Danach wird deine Sinn von der Liste genommen. Bin ich dir wenigstens noch meinen Lohn für die Stunde? Nein. Ach, Lola. Verzeihung, ich hab ich, kann mir jemand... Möchte die Person überreden. Mitleid. Ich bin Mitleid erregen, um meinen Lohn für die Stunde noch zu kriegen, auf meine Fakes sind. Gabi Müller steht ja auch schon zur Seite und ich habe das Gefühl, dass das an der Rest vom Team auch jetzt zu euch trifft. Ich verstehe eine kleine Deklaration über den Funk. Ich verstehe die ganze Vorgehensweise. Ja, ich erwarte auf Informationen. Hallo? Hallo? Was ist der Plan? Ich kämpfe gleich. Nur hat sich rausgenommen, um sich tiefer hinein zu begeben. Tiefer hinein zu begeben. Exakt. Das war der Plan. Das ist der Plan. Ess dein Krabbencocktail. Und ich stapel gerade weiteren Krabbelcocktail auf und gehe in Richtung Alfons Jederbeck und Begleitung. Und haue mein Comlink auf selektives Gehör, dass ich nur in diese Richtung jetzt Gespräche mitnehme und mir erstmal den ganzen anderen Partykram ausblende. Sprachmodul auf Deutsch, denn tatsächlich, sie kann nur über Sprachmodul Deutsch verstehen und sprechen. Sie kann nämlich nur Englisch und Koreanisch. Und nähert sich jetzt Alfons mit Krabbencocktail und Kleinigkeiten, Hors d'oeuvres und lauscht mal rein, was da so gesprochen wird. Der schaut in deine Richtung, schaut wieder weg, schaut dann wieder in deine Richtung, zieht die Augenbrauen zusammen und sagt, ich bin allergisch gegen Meeresviecher. Dann drehe ich das Tablett und dann sind diese fantastischen Pizza-Hors d'oeuvre, die eben schon nur über den ganzen Gast verteilt hat. Ach, ich weiß. Schön. Und deshalb haben wir hier alles andere. Ist das echte Tomatensauce? Ich gehe schwer davon aus. Der Gastgeber hat keine Kosten und Mühen geschaut. Ja, das hoffe ich doch. Und das war nicht in Kontakt mit den Krabben? Oh nein, wir sehen extra Gläser. Ja, niemand will hier einen Noteinsatz von Bumona sehen. Das wäre wirklich unangenehm, Herr Jederbeck. Schön, dass Sie da sind. Ja. Ich meine, wir haben die Produktion mitfinanziert. Da kann man sich doch dann jetzt auch anschauen. Und er schaut rüber zu G, die in ihrem nicht vorhandenen Kleid sich mit jemand anders unterhält. Kann man sich ja auch mal anschauen, was daraus geworden ist. Warum haben wir die eigentlich nicht? Ja, danke. Währenddessen versucht nur die Frau zu überreden. Ich möchte doch nur den Lohn haben. Kannst du mal einen Wurf auf Überreden ablegen? Und ja. Sie sich versucht dagegen zu sperren. Ihr hört die Würfel und ich habe 2, 3, 4, 2, 3, 3 gewürfelt. Nur 5 und 6 sind Erfolge. Ich habe 1, 2, 3, 4. Du kriegst ein Edge, weil Noah voll gebastelt ist mit allen möglichen Dingen, die in sozialen Situationen einen Bonus geben. Ja, Edge, genau, ich habe ja noch die Pheromone. Genau. Edge ist ein System, bei dem wir so Gummipunkte hin und her schieben. Das ist für Shadowrun in der 6. Edition relativ wichtig. Die kann man ausgeben für Rerolls zum Beispiel. Oder um einen Punkt nach oben zu drehen, sodass aus einer 4 eine 5 wird und damit ein Erfolg. Ich bekomme 1 von dir so nochmal dazu, Edge. Du kriegst jetzt einen Edge dazu dafür, ja. Ja, dann habe ich 6 Erfolge. Hast du noch einen Edge verwendet für einen Erfolg? Ja.
Ich hätte 5 gehabt, jetzt habe ich eine 4 zu einer 5 gemacht, jetzt habe ich 6. Da ist das Edge direkt wieder ausgegeben. Gut. Yes. Ja. Okay. Ich sehe, dass das einer deiner ersten Aufträge ist und dass du bisher noch kein Problem hast, aber merk dir das. Ja? Haben wir uns verstanden? Merk dir das. Der Gast hat immer recht. Ich danke für dein Verständnis. Ja. Und sie schiebt dich ein bisschen weg. Wenn jemand schon betrunken ist, haltet das Tablett nicht auf Höhe ihrer Hände. Klar? Ja, der war halt zu groß. Ich habe ja etwas recht. Okay. Ich gehe dann nochmal. Ja, lass die Uniform da, aber du kannst noch einen Moment dich ausruhen und ich schaue, dass du zumindest einen Ersatz bekommst. Okay? Ich rede Richtung Klo. Du hast eine Stunde Zeit. Ja. Ich bin ja doch den Arm vorm Gesicht. Mhm. Und den halb leeren Pizza- und Döbre-Teller. Und schleppst dich davon. Auf zum, genau. Mhm. Jemand in einem knallbunt gemusterten Mantel, der wahrscheinlich sowas wie eine Toga sein soll, geht nach vorne, schlägt ein paar Mal mit einem Stab auf den Boden. Sehr geehrte Gäste, die Unterhaltung beginnt in 5 Minuten. Gewalt, Tod, Blut, Spannung, Gladiatorenkämpfe, wie in Folge 3 an der Grenze zum Tod. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und professionelle Darsteller angeheuert, um ihnen das zu bieten, was auch im antiken Rom schon die Leute dazu gebracht hat, übereinander wilde Tiere und ihre Partner herzufallen. Also macht euch bereit. Die Leute werden langsam in das Hauptgebäude hinein mehr oder weniger geschoben, vorsichtig, wo auf dem Innenhof Sand ausgestreut ist, alles schön beleuchtet ist und daneben steht Stahlbeißer und wärmt sich auf. Ich habe den Namen. Runde, hat irgendjemand was willst du schon wieder? Das Schwert bisher irgendwo auch nur gesehen? Nein, ich habe nur eine Gabel. Gleiche Info von mir kriegen, beruhige dich. Ja, warte doch, bis sie drin ist. Andere Info, unser Zielperson, falls es zum Ausschalten kommt, ist allergisch gegen Meeresfrüchte. Also wenn ihr ihn mit Geschrimps bewirft, bläht er sich wahrscheinlich auf wie ein Ballon. Könnte es mit Sicherheit sein. Auch allergisch gegen Faust. Du wirst nicht gegen die Zielperson kämpfen. Ich wiederhole noch einmal, du wirst nicht gegen die Zielperson kämpfen. Und vergiss deinen neuen Namen nicht. Insana Tempesta. Wer? Wer? Insana, ich habe das gegoogelt. Ich habe das eben rausgesucht, tue ich extra. Das heißt der tosende Sturm, das muss dir doch gefallen. Insana Tempesta. Okay. Marcel! Und ich laufe zu dem Typen hin. Denk dran, erster Kampf verlieren, Sturm. Erster Kampf. Ich habe den Namen. Insana Tempesta. Umiko? Hm? Okay. Ich dachte, du wärst ein Typ, ist aber egal. Eine Idee. Ja, natürlich. Unser Ziel, der gute Alfons, ist bestimmt einer von diesen Snobs, der hier nicht den gleichen Wein oder die gleichen Champagner wie alle trinkt, sondern seine spezielle Flasche hat. Aha, kann gut sein. Müsste unten im Service irgendwo stehen, wahrscheinlich mit einer Markierung, damit die kein anderer kriegt. Schaue ich mir an. Wenn diese Markierung in AR ist, dann hätte diese Flasche vermutlich einen RFID-Chip. Habe ich. Ich könnte wiederum No dazu nutzen, die Flasche zu tracken. Das heißt, wenn die irgendwohin ausgeliefert wird und wir die Spur von Alfons verloren haben, kann uns die Flasche vielleicht sagen, wo er ist, oder du kannst ihm die Flasche servieren und damit zu ihm gelangen. Habe ich. Gut möglich, dass Alfons auch auf andere Ziele scharf ist. No nannte eine G. Ich habe sie aus nächster Nähe beobachten können. Alfons auch. Das heißt, Alfons hat auf jeden Fall Interesse an dieser Influencerin. Ja, nicht? Hast du sie gesehen? Ja, schon, aber ich bin eher so in K-Drama unterwegs, dementsprechend. Da war sie jetzt noch nicht. Aber ja, sah schon. Ach, das Kleid hätte ich gern. Okay, ich hab's verstanden. Danke, Kodiak. Ja. Das heißt, alle, bis auf No, finden sich wahrscheinlich im zentralen Gebäude ein, beziehungsweise sind schon da. Also ich würde tatsächlich Kodiaks Ratschlag nachgehen in der Küche und nach RFID Beschriftung, ob wieder irgendwas wirklich für Beckmann zurückgelegt ist, etc. Also ja. Ob er Sonderwünsche hat. Hat Gideon
Hast du Brille oder hast du Cyberaugen? Ich habe ein Cyberauge, ja. Ja, das heißt, du gehst da durch und du siehst ganze Reihe von den Weinflaschen hinten und von anderen Dingen sind mit RFID-Chips versehen, die dafür sorgen sollen, dass man sie tracken kann, weil irgendjemand hat hier einen teuren Weinkeller geöffnet. Da sind Sachen dran, die sind teilweise aus den 2060er Jahren. Ziemlich gute Sachen. Und total passend zum Thema römischer Abend, Kalifornien, Australien. Ein paar Sachen aus Weingegenden, die heute nicht mehr existieren, weil sie entweder abgebrannt, verstrahlt oder unter Wasser gesetzt sind. Solche Sachen. Und du findest dann auch tatsächlich einen, der mit AJ, also in der VR, die Information, die das Ding rausgibt, ist, was für ein Wein es ist. Es ist ein Zinfandel Rosé und er ist mit AJ markiert. Das kommt dir passend vor. Erstens, ja. Rosé passt irgendwie schon zu der Type. Ja, ja. Ich pin das Ding und gebe es in die Gruppe weiter, vor allen Dingen an No als Tracking, dass sie verfolgen kann. Gebe noch kurz an Kodiak ein. Guter Gedanke, geschehen, lad mir was auf und kommt dann auch in die Event-Arena. Sehr gut. Sag mal, dieses Schwert, was er dabei haben sollte, Marie, ne? Ist es bekannt oder so? Hat er bereits vielleicht vorher über Social Media oder irgendwie in so Kreisen verlautet? Und das werde ich zu meinem Kostüm tragen. Also ist das so ein bekannter Fact, dass der das auf der Gala so präsentieren und dabei haben wird für seinen eigenen Status? Ist jetzt nicht deswegen unbekannt, seid ihr da tatsächlich. Also der gibt durchaus auf verschiedenen Plattformen damit an, dass er viele historische Arte und archäologische Artefakte besitzt. Und er hat auch schon mal sein gesamtes Outfit, sein Fit für den Abend präsentiert. Da war das Schwert dabei. Aktuell trägt er es aber noch nicht. Und alle Likes sind gekauft. Wenn man sich das anschaut, da sind sehr verdächtige Spikes drin. Also, wenn der nicht Geld dafür ausgibt, interessiert keine Sau, was er anhat, außer seiner Mutter. Und du bist jetzt wo, No? Ich hatte ja, wo geht sie hin? Flashback-mäßig hatte ich natürlich die super guten Gebäudepläne höchst schwierig sehr in der Security entrissen vorher. Deswegen weiß ich, wo ich hin möchte. Und zwar möchte ich dorthin, wo die Sicherheit für den Abend sich befinden wird, um einen Zugriff zu erhalten auf idealerweise auf die Kameras, Positionen der Wachen, Positionen des Safes, Code-Safes. Also ich möchte mich nicht lokal reinwählen. Okay. Das ist das unmarkierte Gebäude rechts vom Hauptgebäude. Und da hat auch Knight Errant ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Und zwar sie haben einen Bulli aufs Gelände gefahren, der daneben dann so einer, der dann so ausgefahren werden kann, der eine gesamte Plattform bildet. Und das steht in Verbindung mit über einer der Türen mit dem Gebäude. Und davor stehen auch zwei von den Knight Errant-Leuten. Weiß ich über die Pläne, welche Wege es dort reingibt und wo ich die Anschlüsse finde, die ich suche? Also müsste ich rein dafür? Kann ich mich über den Wagen quasi... Es gibt drei Wege in das Gebäude. Der Vordereingang, wo zwei Knight Errant-Leute stehen. Der Hintereingang, wo der Bulli angeschlossen ist. Und es gibt einen unterirdischen Tunnel, der vor 10 Jahren beim Umbau des Geländes angelegt wurde, der vom Hauptgebäude dahin führt. Tja, natürlich, weil ich zum Klo gerannt bin. Wie es meine Rolle vorgesehen hat, werde ich den Tunnel vom Hauptgebäude dorthin nehmen wollen. Der ist verschlossen. Aber immerhin keine Wache davor. Ist es ein digitales Schloss, ein mechanisches Schloss? Ja, es ist ein digitales Schloss. Und du bist hier hinter dem Cordon der Wachen im Gebäude, nachdem du noch als Angestellter aufs Klo gerannt bist, bist du an einem Knight Errant-Menschen vorbei. Und kannst jetzt, wenn du vorsichtig bist, ohne dass der dich bemerkt, runter und zu dem Eingang. Dann würfel ich doch mal auf, wo habe ich es hier? Wenn es digital ist, ist es ja Cracken. Ja, also möchtest du Brute Force, das dem System mehr oder weniger einen Hammer von Anfragen überziehen, oder versuchst du ihm vorzugaukeln, dass du Admin bist und das darfst? Nee, ich versuche das vorzugaukeln als Admin tatsächlich. Dann... Es ist immer noch Cracken, aber das ist ein wichtiger Unterschied, weil das eine deutlich mehr, sag ich mal, Gefahrenpotenzial in sich birgt. Denn wenn du direkt vorgehst, kann es sein, dass Overwatch auf dich aufmerksam wird, die Leute, die die Matrix überwachen. Okay. Das sind
Ich habe einen Pool von 14, das ist ja richtig nice. Und dann habe ich noch mein eigenes Edge, das ist ja auch richtig schön. So, Würfel. Also, Cracken und Logik. Drei. Das sind tatsächlich trotz 14 Würfeln nur 6 Erfolge. Nur 6 Erfolge. Moment, das System darf sich Performer wehren. Könnte aber 2 Edge von meinen. Hab ich noch? Ich habe euch 5 Edge, habe ich, glaube ich, standardmäßig dabei. Ja, ich habe 5 standardmäßig. Ich könnte 2 aber noch, also ich kann 2 Erfolge noch easy mit Edge holen, wenn ich möchte. Ja, ich habe tatsächlich nur einen, das heißt, du hast 5 Erfolge mehr. Mhm. Und du kannst dich damit als User zumindest im System anmelden. Um Admin zu werden, müsstest du nochmal eine Stufe dich nach oben befördern. Ja, aber das reicht ja. Als User mache ich das Schloss dann für mich einfach auf, mache es hinter mir wieder zu, damit es nicht auffällig ist. Und dann würde ich mich durch den Tunnel zu meinem eigentlichen Ziel bewegen und einmal kurz ein Update geben über den Comlink. Ich bin auf dem Weg, wir wissen bald ein bisschen mehr und dann haben wir vielleicht auch endlich alle auf. Du gehst durch den Tunnel, der es mit einem schmalen Band von Neonlicht erhält. Am anderen Ende ist eine ähnliche Tür, die aber am selben System hängt, sodass du sie öffnen und schließen kannst. Und dann bist du im Keller vom Verwaltungsgebäude. Es hängt ein stetes, leises Surren in der Luft von Belüftungsanlagen. Das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, dass vielleicht die Server hier sind, was sie sein sollten, den Plänen nach. Gut. Dann gut, so wechseln ja, ne? Erstmal zu einem wieder. Ja. Also wir können, du kannst noch einen Schritt weitermachen. Es gibt eine Tür mit einem großen Sichtfenster, die in einen Security-Bereich führt und du siehst da eine einzelne Person sitzen, die wirklich hart mit einem Kabel in der Stirn eingeloggt ist in das Sicherheitssystem und mit abwesendem Blick auf einem Bürostuhl langsam hin und her sich dreht. Direkt einfach mal Deckerkonkurrenz aus dem Gebäude, wäre schön, das wäre natürlich schon. Ich bin froh, dass ich nicht den Ehrenkodex Pazifist genommen habe. Aber wir wechseln zu Kodiak, denn der möchte dringend was tun. Ja, ist nicht so dringend, aber einfach zwischendurch, weil Kodiak momentan nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, würde ich mir zwei Fensterchen in der AR öffnen. Und zwar einerseits den Live-Feed oder etwaige Live-Feeds von AJ, sollte der plötzlich das Bedürfnis haben, irgendwo mit dem Schwert rumzupausen. Damit ich das weiß. Und ebenso, das Schwert hatte, glaube ich, einen bestimmten Namen oder in seinen früheren Posts hat das bestimmt mit irgendeiner Art Hashtag oder Hashtag-Äquivalent versehen. Dann würde ich auch quasi eine im Hintergrund laufende Matrix-Suche, natürlich nicht deckermäßige Matrix-Suche, aber so diese normale Suchfunktion, wenn irgendwelche Bild-Videomeldungen zu dem Schwert kommen, dass ich das so mit einem Auge verfolgen kann, weil ich habe sonst ja aktuell nicht übermäßig viel zu tun. Gut. Also, Name ist jetzt übertrieben, aber er fand es sehr lustig, dass die Steine, die damit verziert werden, entweder Almandine oder Granate heißen. Das Schwert ist nämlich Granate. Ja. Mhm. Also, wenn du das Tag verwenden willst. Besser als Hashtag, das ist Sparta. Ne? Das ist ja auch, ja, auch das Granate. Granate und AJ oder was immer sein Online-Handle ist, weil ich glaube, wenn ich nur nach Granate suche, dann kriege ich vielleicht ein bisschen viele Meldungen. Mhm. Mr. Kodiak, Monsieur. Ja, ich bin da, ich stehe neben dir und ich höre alles, was du mir ja, ich bin noch nicht vertraut. Es ist sehr seltsam, wenn du die Lippen nicht bewegst, aber ich kann dich trotzdem hören. Ja, das ist vielleicht sehr für mich aggro. Es ist noch viel mehr irritierend, dass du dauernd Sachen sagst, die deine umstehenden Personen hören können, weil du eben die Lippen bewegst. Gut, dann bewege ich meine Lippen nicht mehr. Also, die Frage ist, warum habe ich trotzdem einen Akzent, auch wenn ich meine Lippen nicht bewege? Aber, pass auf, Improvisation, ja, spiel bitte mit. Improvisation, ja, du kriegst eine Extrazahlung von 50 Nuyen für Spesen. Improvisation. Jetzt bereite dich vor, wir treten jetzt neben die Herren. Improvisation, Monsieur. Ich glaube, Kodiak also, schaut genauso wie Andreas. Oder irgendeine undurchdachte Scheißaktion ist, dann falte ich dich dermaßen zusammen, dass du keinen Morgen mehr siehst. Überlegst dir gut, was Improvisation hier gemacht wird. Du bist stumm geschaltet. Ich wieder nicht. Er redet wieder, ohne dass wir im Kopf. Ich komme mit dieser Technik, ja, diesem Mikrofon. Pass auf, das heißt erstens Improvisation mit einem T. Und zweitens, mach dir mal keine Gedanken. Ich spreche doch gerade mit meinem Mikro, oder? Nicht, dass ich meinen Mund gerade bewege und alle das hören können, was ich gerade. Nein, zum Glück nicht. Gut, jetzt spiel einfach mit, ja?
Also ich muss sagen, so ein bisschen näher gehen an diese Zielperson, ja, so dass man so 3 Schritte daneben steht und sich mit Kodiak so auch unterhalten. Persönlich bin ich enttäuscht. Also, es wird auf jeden Fall ein paar negative Tags geben zu diesem Schwert. Viele Leute haben erwartet, dass es gezeigt wird, aber anscheinend war das Ganze, wie sagt man, nur ein heißer Pups, eine heiße Luft, ja, ein Pups, ja, der sich ausbreitet in der Matrix und ja, also ein paar der Schmierenboss, die dazu ist, Schwert verschwunden und nicht aufzuzeigen, ja, hier. Und dann zeige ich dir das mit dem Tablet so. Und ich versuche halt so Aufmerksamkeit. Ich sage die ganze Zeit nur hier, alles heiße Luft, es ist gar kein Schwert zu sehen und so. Alfons Jederbeck macht doch so einen Double-Take in deine Richtung. Und man dann hätte erwartet, dass es von Anfang an da ist, nicht wahr? Aber was weiß ich, du bist ja nur ein Bodyguard. Vielleicht hast du gar keine Meinung. Bodyguard? Warum will Troy jetzt jemanden zum Schwert schicken, wo No unterwegs ist, das Schwert zu holen? Und ich habe die Gläser auf dem Tablett fangen an. Kling, 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 kling. Mir ist klar, dass ich in diesem Kommunikationskanal mit drin bin. Ich versuche wenigstens herauszufinden, wo das Schwert ist. Aber das macht doch No gerade. Die hören dich, wenn du was sagst. Ach so, ich rede gerade gar nicht in meinem Kopf. Ey, tut mir leid. Kling, 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 kling. Cocktail. Entschuldigung. Die ganze Zeit Kodiak zwischendurch fängt so eine Ader an seiner Stirn an zu pochen, aber abgesehen davon heuchelt er indirektes Interesse und verhält sich halt wie ein Bodyguard, der es nicht gewohnt ist, dass man mit ihm redet. Mhm. Alfons Jederbeck schaut nach dem Double Take auch in eure Richtung und ihr seht der Kiefer so ein bisschen. Ich habe ein bisschen mitgehört, Entschuldigung. Aber geht es um mein Schwert? Also, interessant. Sie sind? Mm. Oh. Mm. Ach, diese Pizzastückchen sind wirklich nicht schlecht. Mehr davon. Nun ja, man erkennt sie natürlich sofort. Sie wirken auf den Bildern etwas schlanker, aber das hat die Matrix eben jetzt. Aber ich muss zugeben, dass etwas eine größere Erwartungshaltung ist. Man hat er legt das Häppchen wieder weg. erwartet, dass vielleicht das eine Präsentation. Ja, etwas enttäuschend. Ich muss zugeben, trotzdem, Trainierung. Ja, ihr Kostüm. Sie sind alleine, wegen meines Kostüms hier? Okay. Selbstverständlich nicht, aber es hat. Ich hätte gedacht, meine Fans sehen irgendwie cool aus. Ich dachte, meine Fans sehen cooler aus. Übersetzen. Was meint er? Cool. Du bist wegen meines Kostüms hier, oder? Du bist doch ein Bäcker. Ja, ich bin ein Bäcker. Ich habe keine Ahnung, worüber er redet. Improvisiere, dass ich ganz deutlich den Rest des Raums im Blick behalte. Mhm. Aber da hieß es auch irgendetwas von Schwertischwert und dass das präsentiert wird. Mein Schwert kommt nachher ins Spiel, keine Sorge. Ich habe, würde auch damit nicht unwichtig sein. Also hier nicht ungeduldig werden. Das wird schon wirklich eine nice Sache, Chama. Also. Es gibt einen speziellen Auftritt, einen Augenblick, wo es präsentiert wird der Welt. Ja, vielleicht später bei den Gladiatorenkämpfen oder bei der abschließenden After-Dark-Orgie. Die fangen jetzt auch an. Also von den Häppchen keine mehr, aber kann ich. Danke. Stückchen? Nein. Wie gesagt, dagegen bin ich allergisch, aber von den Getränken. Frischkäse in Alge eingewickelt, Originalmilch, richtige Milch. Mhm. Echte Milch? Ja. Mhm. Ich glaube, ich habe Laktase dabei. Ja, ne? Warum nicht? Ja, ich gehe jetzt mal auf meinen Platz und ihr solltet auch unten. Ich werde das Ganze gleich verbreiten auf ein paar Newsboards. Das Schwert wird noch zu sehen sein. Ja. So, da wollen wir gleich. Was ist denn das? Schwert-News oder wofür arbeitest du? Scheint ja wichtig genug zu sein, dass du deinen Muskel mitnimmst. Und erläutert rüber auf Kodiak. Das ist richtig.
ich habe eine, no, du musst improvisieren. Ich habe eine Webseite, die ist sehr bekannt, schwertnews.com. Es ist ein einzelner Matrix-Klonsel. Dann beginne ich so zu palabern und so, ob wir das No irgendwie so nebenbei mit improvisieren kann. Es gibt da mehrere VR-Angebote, man kann die für seinen Avatar runterladen, verschiedene Schwertmodelle. Und diese sozusagen verschiedene Skins erwerben. Wir stellen aber auch Links zu Live-Auktionen zur Verfügung und so. Ja, bitte, ich schicke Ihnen einen QR-Code. No, ich brauche den QR-Code. Schicke ich Ihnen sofort rüber. Dann können Sie sich da selber... Ich brauche den QR-Code jetzt. Schicke ich Ihnen sofort rüber. No, die im Keller unter der Verwaltung neben der Tür steht, die zum feindlichen Decker führt, bekommt rein, dass sie einen QR-Code nicht 2080, aber ein AR-Code. Einen Code für einen Matrix-Knoten erstellen soll, der nicht existiert und idealerweise noch mit Inhalt füllen, offensichtlich. Jetzt. Ganz mieses Timing, ganz schlechte Idee übrigens, wenn ich heraus, was Schwert ist und das holen soll. Aber warte, ich habe eine Idee. Sie lässt die Tür noch zu. Geht kurz selbst in die Matrix, sie hat das ja selbst eingebaut, ihr Deck quasi, sie setzt sich quasi einfach den Gang zur Seite, damit sie bequem auf Stein sitzen kann. Und anstatt dass sie jetzt irgendwie versucht, schnell eine Webseite für diesen Fall hochzuziehen, also ja, sie kauft kurz eine, richtet auch kurz eine ein, aber das Einzige, was sie platziert, ist diese Seite ist gerade nicht zu erreichen. Bild. Die heißt Schwert News, ist gerade nicht zu erreichen, 404, wir bitten um ihre Entschuldigung. Und dafür kriegt dann auch Jill noch was zugeschickt, damit er das weiterreichen kann, wie eine Visitenkarte. Das ist meine Seite. Und ich habe auch noch kurz ein paar Viewbots gekauft, dass die Seite auch total gut, total viele Views immer im Monat hat. Währenddessen, da die Anwesenheit des Bodyguards ja schon Aufmerksamkeit erregt hat, sage ich zu AJ, er ist nur vorsichtig. Es gibt viele Leute, die ihn schlagen wollen. Das kann mir gar cool. nicht vorstellen, warum. Und er sich vor und sagt immer noch deutlich, aber ich kann mir total vorstellen, warum. Ja, dann lassen Sie sich nicht aufhalten. Schönen Abend noch. Wundern Sie sich bitte übrigens nicht, wenn die Seite nicht verfügbar ist. Ja, die Seite ist nicht verfügbar. Aber, ja, das hat was mit Trafik zu tun. Der Trafik ist gerade über das Dach hinausgeschossen, wie eine Sprungschanze. Und aufgrund dieser Schwert-News. Okay, er geht weg von dir einfach. Das ist sehr schön. Ohne das Gespräch gemacht. Zu beenden. Ab jetzt nicht mehr improvisieren, danke. Ja, das wäre klasse, darf ich weitermachen? Improvisation, ja. Na gut, ich höre auf. Er hält sich einmal kurz an Gabi Müller fest. Ja. Ey, gehört zum Service auch, dass wenn der Typ wieder versucht, mir irgendwie einen Kotelett an die Backe zu labern, du ihn vielleicht ablenken könntest? Ablenken oder tasern? Okay. Ja. Ich achte drauf. Super. Ja, und auch drauf. Okay. Und er macht kurz eine Geste und dann wird auf das Konto, das zu deiner gefälschten SIN gehört, eine kleine dreistellige Summe überwiesen. Du bist für mein Essen heute Abend verantwortlich. Bitte alle Krustentiere fernhalten. Ja. Krustentiere fern, dafür das besondere Menü. Gerne. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Und ich habe eine Flasche zurücklegen lassen hier im Keller. Jetzt oder später? Wir schauen jetzt uns erstmal die erste Runde an, aber danach. Okay? Sofort. Danke, Gabi. Hinweis an Kumiho, prüf, ob deine Berechtigungen für Zugänge damit erweitert wurden. Ob du jetzt in Areale reinkommst, die du vorher nicht reinkamst. Check. Du hast jetzt tatsächlich einen Zugang zu einer VIP-Lounge, die im ersten Stock ist. Okay, ich komme in die VIP rein, bin jetzt wohl persönliche Kellnerin von AJ. Bleibe dran. So, Stahlbeißer, du bist dran. Endlich! Erste Runde unserer Blutspiele wird unten angekündigt. Es gibt einen kurzen Vortrag, wie in Folge 3, als wieder die Gladiatorenkämpfe in Rom wieder eingeführt werden und direkt übergehen in die Menschenopfer, die anrückenden Barbarenhorden aufhalten sollen. Und jetzt für ihr persönliches Vergnügen, Deianeira, die Männerschlechterin gegen... Inzepticus Maximus, glaube ich. Ja, doch, das war's. Gegen Big
Septicus Maximus. Er tut sein Bestes, um das nicht irgendwie mit einem Lachen zu beenden, als du raus in die Arena marschierst. Dir gegenüber steht eine extrem durchtrainierte Orkfrau. Tief gebräunt, ohnehin schon dunkler Hautton, mit einem seltsam gebogenen Schwert und einem runden Schild, die auch pong, pong, pong mit der Klinge auf den Schild haut, die einen Schrei entgegenstößt. Kurz dich misst, nickt, dann ein Zeichen mit zwei Fingern macht und eine kleine Geste und dann nach rechts springt, antäuscht, um dann von oben auf dich zuzuhechten. Und was hat Stahlbeißer vor, in diesem Kampf zu machen? Also ihm wurde ja gesagt, Netz, Step, wurde ihm gesagt, deswegen hält er sich dran und er schmeißt das Netz auf die gute Frau und würde daraufhin mit dieser Gabel, von der er ausgeht, dass sie präpariert ist, steppen. Okay. Zu Ende! Und halt richtig auf sie losstürmen mit Step. Es wurde ihm so gesagt. Kannst du mit exotischen Waffen umgehen? Nein. Cool. Dann würfelst du nur auf geschickt. Geschickt sind dann 4. Ich habe meinen Hammer normalerweise, deswegen habe ich, ich würde tatsächlich, Sekunde, ich muss nur kurz die Edge, nicht Reroll, erhöhen waren 2 Edge kostet das jeweils, ne? Mhm. Ja. Dann würde ich 2 Edge ausgeben, um eine 4 in eine 5 zu verwandeln, um wenigstens 2 Erfolge zu haben. Ja, sie hat 3 bei dem Ausweichen und schaut dich dann auch für eine Sekunde so an. Was? Was soll das? Und erwischt dich dann am Oberarm und die Waffe ist nicht präpariert oder so etwas. Das sind einfach echte Waffen. Und du hast einen leichten Schnitt am Oberarm. Du weißt nicht, ob deine riesige Pommesgabel präpariert ist, aber ihr Schwert ist definitiv echt. Das Publikum und ich schmeiß, Entschuldigung, ja, jubelt auf jeden Fall, als das erste Blut fließt und in den Sand tropft. Ich schmeiß den Speer hoch, um ihn so zu fangen, dass ich ihn schmeißen kann. Und schmeiß ihn ihr entgegen. Okay. Ist wahrscheinlich auch wieder eine exotische Waffe, schätze ich. Das ist alles eine wunderbar exotische Waffe. Und du bist super jetzt cool. Beide losgeworden innerhalb von kurzer von 2 Kampfrunden, werden sie nur abwartet. Werf den Ork. Ja. Das ist der Clou. Aber das ist auch eine exotische Waffe. Es bleibt bei einem Erfolg. Und sie hat 2, sie macht einen Schritt nach vorne, dann dreht sie sich, schlägt dein Dreizack mit dem Schild einfach pong aus der Luft zur Seite, kommt dann vor und tritt dir mit voller Wucht seitlich gegen das Knie. Zumindest sieht es so aus, aber als sie dich dann berührt, ist es nur ein deutlicher Druck, so wie ein Hinweis, als wie bei Tanzpartnern. Und sie schaut dich erwartungsvoll an. Okay, so dumm ist er nicht. Er lässt sich sofort so richtig schön zur Seite, also dramatisch zur Seite fallen. So, uff, eine Sekunde auf die Verzögerung. Ja, so mit einer Sekunde zu dunkel. Dann steht sie. Über dir hält ihr das Schwert an die Kehle, reckt ihren Schild nach oben und schaut sich um. Und soll er leben? Nein, Gott überkommen. Ja, ringsum die Leute halten Daumen hoch und ein paar werfen auch Tüchlein oder Daumen nach unten und scheinen sehr unentschlossen zu sein. Aber die Männerschlechterin lässt dich am Ende aufstehen nach einem letzten angefakten und nur leicht treffenden Tritt gegen deine Brust und deine Seite, dass du dich vom Sand machen kannst. Ich stehe auf wieder Undertaker. Steh auf. Und batsche halt raus. Sichtlich deprimiert darüber, dass ich sie nicht mal getroffen habe. Marcel, schau dich an. Ja, du hast jetzt ein bisschen länger Pause. Warum? Ich hab doch verloren. Das hättest du auch, wenn es ernst gewesen wäre. Falsche Waffe. Und ich laufe an ihm vorbei und setze mich halt auf den Boden. Hey. Ich bin raus. Also sag ich halt so in meinem Teaser. Ich bin raus, scheinbar. Bin auf der Ersatzbank. Hey, lass dich nochmal einölen, dann kannst du durchs Publikum gehen. Okay, das kriege ich hin. Anfassen ist inklusive im Preis. Hey, bevor wir uns falsch verstehen, die dürfen dich anfassen, nicht andersrum, okay? Ah, das ist... Okay.
werde mich die schön einschmieren. Mhm. Ah ja, hier drüben noch ein bisschen. Der Bart braucht noch ein bisschen. Das Deckel ist nicht gut. Ah ja, ist auch sonst richtig. Wo ist mein Bier? Und ich laufe raus. Lilly, No steht neben dem Raum mit dem gegnerischen Decker. Oh, was machen wir denn da? Ich möchte hier einfach nur Zugriff auf die ganzen Sachen haben. Ich möchte jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass Knight Errant ihren Decker suchen. Ich möchte in den Raum, die Tür werde ich ja wahrscheinlich einfach öffnen können. Ja. Und kann ich mich da einfach auch noch irgendwo reinplacken? Also er schaut nach so einer leichten Verzögerung hoch, ist also nicht ganz in der virtuellen Welt und schaut zu dir hoch und sagt, ha? Ja. Ich wollte euch reinschleichen. Na, ich bin schon drin. Dann. Du kannst dich gern reinschleichen, dann sagt er nur ha, weil er hört, wie die Tür zufällt. Würfel okay. mal. Ja, jetzt auf jeden Fall. Okay, gut. Also er, dann, ja, er kriegt auf jeden Fall einen Abzug dafür und du kriegst einen Edge, weil er in überlagenden Realitäten unterwegs ist. Mhm. Ich ziehe mir eine Waffe. Schichtwechsel. Also du versuchst gar nicht erst zu schleichen. Okay, gut. Ich hätte jetzt falsch verstanden. Der hat mich auf jeden Fall gesehen, dachte ich jetzt schon. Sorry, das war mein Fehler. Nee, ich möchte schon versuchen. Nein, wir können gerne retconnen, dass du geschlichen bist und er nur ha gesagt hat, weil die Tür zufällt. Das war der klare Fall von sag bitte genau an, wie du einen Raum betrittst. Nicht, dass du einfach reingehst. Mhm, genau. Merkt euch das, wenn ihr auch mal Pen and Paper spielt. Sagt am besten möglichst genau, was ihr macht. Sonst passiert das, was mir gerade passiert ist. Ja, ich möchte schleichen. Dafür habe ich die ganzen verdammten Punkte in Heimlichkeit nämlich gepackt. Dann schau mal, was sie dir bringen. Mhm. Auch mit Spezialisierung schleichen tatsächlich. Also ich habe schnucklige L-Würfel zumindest. Ein Edge habe ich von dir auch noch bekommen. Ja. Das ist eine 4, die mache ich zu einer 5. Dann bin ich wieder bei, nee, die sind bei 7 Erfolgen sogar. Ha. Ja, der schaut hoch in Richtung Tür, während du schon schräg hinter ihm stehst. Hä? Mhm. Super. Jetzt muss ich einmal kurz, das fällt auch spannend für den Chat, wissen, wenn ich einen Decker bewusstlos schlage, wird das ja trotzdem System recognized werden, so nach dem Motto. Es wäre eigentlich nicht weise, den jetzt quasi so auszuschalten. Also, Shadowrun-Technik ist immer noch Technik. Wenn wir nicht über Technomancer reden, die Leute, die aus irgendwelchen obskuren Gründen mit ihrem nackten Gehirn hacken können. Heißt das einfach nur, dass von ihm kein Input mehr kommt und dass er sich auch aus dem System nicht ausgelockt hat. Wenn er nicht irgendwie ein Programm laufen hat, das sein Biofeedback, also wie sein Herzrhythmus ist oder sonst irgendetwas überwacht und Alarm schlägt, wenn was schief geht. Das System sagt nicht, oh nein, da ist jemand bewusstlos geworden, der an mich angeschlossen ist. Für das System ist das nur dann eine Stelle, den, wo dann Input möchte ich kommt. Den Night-Night vielleicht schicken, nicht mehr. Weil ich möchte das System jetzt ein bisschen benutzen. Wie möchtest du ihn denn Night-Night schicken? Ich möchte ihn in meinem Narcotics Night-Night schicken. Ich habe ja ebenfalls eine weitere Bioware eingebaut, nämlich, dass ich, ich habe den deutschen Namen gerade nicht vor Augen. Es ist Exhaustion, also ich kann quasi auch Dämpfe ausatmen. Wir sind nicht verstanden, die Cyberware. Oder also du hast Drüsen, die eine betäubende Droge erzeugen. Wir können uns gerne darauf einigen, wo die sich befindet und wie du das machst. Natürlich, ich möchte das über den Mund machen. Also ich komme da quasi über die Schulter so. Und sind quasi chemical glands, heißt auf Englisch, diese Drüsen. Und da sind bei mir Narcotics drin. Und welche also Stärke haben die Narcotics? Verdammt, das habe ich nicht mehr geschafft, herauszuschreiben. Okay. Man kann so viel bauen, Leute, das ist unglaublich. So. Es gibt auch gute Generatoren dafür. Er muss sich damit wehren mit seiner Konstitution. Mit der ist es nicht so weit her. Du atmest ihm seitlich ins Gesicht. Und er steht so halb auf. Und dann fällt er neben seinen Stuhl. Mhm. So. Dann setze ich mich auf den Stuhl und plugge mich über meinen Data Jack in das System rein. Gut. Du bist. Naja, du bist jetzt an der Quelle. Ja. So kann man auch Hacken umgehen, einfach. Die Quelle. Also,
Das System hat immer noch, also du hast jetzt den Decker aus dem System gekickt, der da drin ist. Und du hast jetzt einen automatischen Admin-Zugang, weil du über sein Interface quasi reingehst. Aber es kann immer noch sein, dass das System feststellt, dass da Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Ein bisschen vorsichtig ist immer noch angebracht. Aber ja, du bist jetzt wie die Spinne im Netz in der Mitte. Ja. Ich würde einmal kurz checken wollen, ob solche Routinen am Laufen sind, die wir eben besprochen hatten, ob der Decker quasi sich überwachen lässt. Mhm. Mach mal einen Wurf auf Intuition und ja und Kraken. Mhm. Wenn du dich quasi umschaust im System. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Erfolge wieder. Was ist los hier? 6 Erfolge. Aber auch nichts, was ich mit Edge pushen kann. Recht. Also es ist tatsächlich ein Programm aktiv. Das, also man bezeichnet das auch als eine holographische Identität, nicht im Sinne von Star Trek-Hologramm, sondern im Sinne von aus einer Hand geschrieben, die einfach schaut, dass da nicht Dinge passieren, die untypisch sind für die Person, die online ist. Das heißt, ein bisschen aufpassen oder das Programm deaktivieren. Ja, ich überlege, ich könnte ja auch rein theoretisch einfach einen Mirror davon erzeugen, also versuchen, das zu kopieren und zu editieren, dass quasi die Daten sagen, er ist noch da und macht seine Arbeit. Also ist noch auf den Richtwerten. Das kannst du versuchen. Ja. Das ist mir tatsächlich lieber, als es zu deaktivieren. Also ich würde gerne auf diese Subroutine-Datei zugreifen und sie so editieren, dass sie die bestmöglichen Werte für einen aktiven Sicherheitsdecker darstellt. Okay. Das ist dann noch einmal Logik und Kraken. Mhm. Ist vielleicht tricky, weil du müsstest entweder sein Editing-Programm verwenden, weil du bist ja als er drin. Okay. Weil wenn du deine eigenen Programme verwendest, dann müsstest du ja logischerweise dein Cyberdeck anschließen. Stimmt. Ne? Also momentan verwendest du ihn und auch nur seine Programme. Das ist dann die Frage. Ein Editing-Programm wird er laufen haben, wahrscheinlich. Aber ja. Bei anderen halt Programmen nicht das aufpassen, wenn du jetzt irgendwie Kampfprogramme, Schleicherprogramme und so, da wird es dann, glaube ich, schwierig. Ja. Und die brauche ich ja nochmal nicht. Was Logik und Kraken wolltest du haben von mir? Boah, sind das viele Würfel. Ihr braucht so viele D6, wenn ihr ein paar Bergteile habt. Wenn ihr gut seid in etwas, das ist genau. Richtig. Genau. Ja. Ich habe jetzt nämlich 21, also ich würde jetzt eben die Würfel. Jo, kommt schon hin. Ich spiele ein Bergtalent komplett und ich habe auch noch mal hier einen Cortex eingebaut mit 3 Logik. Ich empfehle kleinformatige W6. Dann stellt sich dann viel einfacher da. Gibt ja diese Bricks. Aber trotzdem ganz sind genau das die. Kein Bäumer mehr, aber ich habe auch die Bäumerwürfel dafür. Okay, wie viele Erfolge hast du? 7. 7, okay, ja. Du kannst das editieren, umschreiben, dass das so aussieht, als wäre der normale Sicherheitshacker. Jetzt hast du ziemliche Narrenfreiheit im System. Und wir gehen einmal kurz zu Trois, der ein bisschen bei seinem eigenen Team abgeblitzt ist mit seiner Improvisation. Nee, ich weiß gar nicht, was das soll. Wir haben die Information bekommen, dass noch ein Auftritt stattfinden wird, ja. Und ansonsten habe ich mich auch eben zu den Gladiatorenvorstellungen begeben und höre zwischendurch mit, was im Funk passiert. Ja, ich hoffe immer noch, dass der Koffer da ist und alles seine Wege läuft. Wie du geplant. Hast kurz das Gefühl, als würde dir jemand mit eiskalten Fingern den Nacken runterstreichen zwischen die Schulterblätter. Mein kurzer Blick in den Astralraum, ob mich vielleicht jemand gerade irgendwie begutachtet oder ich wollte sowieso schauen, ob er irgendwie astrale Sicherheitsvorkehrungen hat, dieser Herr. Du schaust in den Astralraum und ohne, dass du jetzt irgendwie groß einen Wurf ablegen musst, das Erste, was du siehst, ist, du bist nicht die einzige magische aktive Person vor Ort. Natürlich die Forscherin aus Heidelberg, die ist auch magisch aktiv und die hat auch ihre Aura nicht maskiert. Die glüht also sanft vor sich hin. Und du siehst durch die Wände hindurch ein Schimmern, das da im Astralraum in der Nähe der Außenanlagen aktiv ist. Ja, aber da kann ich bedenken, dass das von dem Wald kommt oder so. So ein auraartiges Schimmern nehme ich an. Das könnte sein. Das sieht nicht nach zwingend nach einer Person aus. Das löst ein unangenehmes Gefühl bei dir aus. An die anderen nicht. Keine
astrale Security sehen, aber immer noch nicht das Schwert. Bleibe auf Zugriff. Du kannst doch mal einen Wurf auf Magie und Intuition machen. Das würde ich dann mal. Um im Astralraum zu suchen. Drei. Erfolg. Drei. Du siehst eine kleine Geistergestalt, die in einer Ecke schwebt und beobachtet, die offensichtlich den Auftrag hat. Und noch eine weitere, aber schlecht verborgene Signatur. Jemand, der auf dem Außengelände ist und gerade wieder wieder oder zum ersten Mal, schwer zu sagen, aber auf jeden Fall in Richtung des Hauptgebäudes kommt, von dem astralen Ping, nenne ich es mal, das du draußen wahrgenommen hast. Okay. Aber ist das nichts, was mega Außergewöhnliches ist für so eine große Veranstaltung, ne? Also zwei Magier bei der Anzahl von Leuten ist ein bisschen überproportional, aber noch okay. Und dass jemand aber da ist und versucht, die eigene Aura zu maskieren, das aber nicht besonders gut, das ist ungewöhnlich. Ja, ich kann ausmachen, wo der ist ungefähr. Okay, dann begebe ich mich mal so ungefähr in diese Laufrichtung hin. Ja, lass mich in diese Richtung treiben. Ja, schraube ich irgendwas in der Decke. Und drückst dich dabei an einem eingeölten Zwerg vorbei. Oha. Oh. Sie sehen wirklich sehr eingeölt aus. Aber natürlich so. Das ist das ja auch. Was ist da los in den Zimmern? Aber na gut. Ja, man kann das ja schon mal ein bisschen hungrig machen, nicht wahr, mein Herr? Ach so. Was zum Geier schreibst du hier? Ich werde auf keinen Fall dein Ding irgendwie in meine Hand nehmen oder sonstiges, nur um irgendwelche Tarnung aufrechtzuerhalten. Ja, aber was zum Geier treibst du da? Wir sind über Funkgeräte verbunden. Könntest du bitte aufhören, nackt vor mir zu tanzen? Geh bitte einfach weiter. Tanz vor dieser Person da drüben. Warum tanzt der vor mir? Na gut. Wenn Sie nicht wollen, guter Herr, dann eben da drüben. Könnt ihr bitte einfach weitergehen? Hört er mich? Vielleicht höre ich mich gar nicht im Funk. Hallo? Was macht Kodiak eigentlich, als Trois ohne weitere Ankündigungen sich in die Menge wirft und davonläuft? Naja, ich gehe ihm halt hinterher, wie das ein Bodyguard halt machen würde. Die erste Begegnung mit dem herumtanzenden Ölzwerg überlasse ich ihm. Aber auf den Hinweis, dass der sich gefälligst zu entfernen hat, mache ich natürlich so einen halben Schritt vor und hoffe, dass mein Kollege mich versteht, dass, wenn er jetzt nicht einen Abflug macht, ich den Bodyguard spiele. Mhm. Alles gut, Großer. Sehr gut. Ich höre es in eine andere Richtung. Hast du ein Ziel in der Menge als ein geölter Zwerg? Tatsächlich den VIP-Bereich. So in die Richtung halt gehen. Immer wieder mal stehen bleiben, so wenn halt irgendeine Lady oder irgendein Dude mal so, und mich mal betatschen will, dann spanne ich natürlich nochmal extra an. So. Und versuchen sind halt immer die Tätowierungen denn auch antik? Oh, nicht so ganz, Lady, die sind modern wie ich und meine Techniken. Ist alles in Ordnung? Haben Sie was Falsches gegessen? Nein, ich hab dir doch gesagt, mit dem Kragencocktail stimmt was nicht. Hose nur. Und das ist über Stunden anstehen, gute Frau. Oh. Ja, okay, gut. Vielleicht sieht man sie später. Vielleicht, ja. Schön. Und so, die Zuschauer kennen ja das größere Bild von ihm nicht, aber seine Tätowierungen bestehen unter anderem aus einem Bierkrug, dem Krümelmonster, dem Logo der Hellhounds Hannover, einem Mummy-Herz, einem Anker und so weiter und so fort. Bierzelt-Tattoos wurden sie, glaube ich. Genau. Wurden sie, glaube ich. Nicht genannt. Antik. Ja. Für euch alle im Funk eine kurze Info. Hier ist jemand auf dieser Veranstaltung, der versucht, sich einzuschleichen. Ja? Worüber? Ich weiß nicht, was. Ja, ich merke, dass hier jemand ist, der versucht, seine Aura zu maskieren. Ich bin dran. Aber es ist gut möglich, dass hier noch eine weitere Team oder ich habe das Gefühl, jemand örtlich von draußen da ist. Bitte seid vorsichtig. Behalte weiter auf Position. Check. Dann sind wir einfach schneller. Sehr gut, wie weit bist du denn da unten? Ne? Wäre das nicht eher ein Hinweis für die magische Sicherheit dieses Ortes, statt für uns? Dann ist die Sicherheit auch gleichzeitig abgelenkt, indem sie den Unbekannten da draußen verfolgen. Vielleicht ist das unsere Ablenkung hier, aber
Vielleicht sollte Thor trotzdem erst nochmal ein Auge drauf werfen, was für eine Art Ablenkung. Ablenkung in oder er, wir brauchen das Schwert. Da bin ich jetzt dran. Ich mache eine Ausweichpirouette um den eingeölten Zwerg rum. Vorsicht. Wo willst du hin? Wie im Bereich, natürlich. Nicht so. Das ist die Lady ist schöner. Ja, aber da darf nicht jeder rein. Aber die schon. Oh, gut, dann schick die vor. Vielleicht komme ich gleich nach. Ich liefere nur kurz den Wein ab. Einmal mit Profis. Moment, lass mich kurz eine Sinn editieren. Ich bin eh gerade im Hauptrechner. Hau rein. Okay. Ich glaube, bei deiner Anzahl von Würfeln brauchst du da nicht würfeln. Und wenn du im System als Admin bist, um ihm die Freigabe zu geben für den VIP-Bereich. Ja. Problemlos. Zack, du gibst ihm die Freigabe. Der eine Knight-Errant-Mensch, der beim Eingang zu den VIP-Logen steht, ist etwas irritiert, dass einer von den Gladiatoren da rein darf und die anderen nicht. Winkt ihn aber dann durch, zusammen mit Gabi Müller, alias Kumiho, die mit dem Wein dahin durchgeht. Ja. Und ist AJ schon dort? AJ ist tatsächlich auch dorthin umgezogen. Und du siehst neben ihm jemanden stehen, einen ziemlich dunkelbraunen Menschen mit kurzgeschorenem Haar in einer einfachen schwarzen Uniform und irgendwelche Abzeichen, der einen Panzerkoffer auf einem Tisch neben ihm abgestellt hat und gerade ein Gespräch mit ihm führt. Objekt gefunden, kurz über Funk, VIP-Bereich, dann dekantiere ich den Wein und warte natürlich, bis das Gespräch vorbei ist, bevor ich antrete. AJ, Alfons Jederbeck, wirkt etwas auch irritiert von dem nackten, eingeölten Zwerg, der reinmarschiert. Ja. Beste Ablenkung. Ich hatte den aber nicht bestellt, ich wollte die andere sehen. Was? Weiß auch, die Orkin, nicht wahr? Ja. Ja, ich gebe das weiter. Hier ist erstmal der zurückgestellte Wein für Sie und Ihre Gäste. Dankeschön, Dankeschön. Gabi. Er greift rüber, während sein Sicherheitsmensch, du siehst, dass unter der Jacke auch sich eine Schusswaffe abzeichnet, als der sich nach vorne lehnt und an dem Koffer etwas rumbastelt. Du darfst wahrscheinlich nicht trinken, du arbeitest. Nein, jedenfalls noch eine Stunde, dann ist die Schicht zu Ende und dann bin ich privat hier. Ja, okay. Also, wenn Sie möchten, dass ich hier bin. Aber ich wollte mir noch die anderen Kämpfe anschauen. Ich mag ja diese echten Waffen viel mehr als das, was man in Video und so sieht. Also, alles, was schießen kann, ist ja sowas. Ich meine, sowas hier mit Klingen und direkt ist natürlich alles Show, aber ich meine, die Waffen sind ja schon... Was, warum? Oh, ich rede Blödsinn, oder? Oh, nein. Absolut. Die Falcata, die vorhin die Deianera geführt hat, wirklich schönes Stück, aber eine Reproduktion. Natürlich Reproduktion, es auch gibt wenn es... ja wahrscheinlich keine echten mehr von damals, oder? Ich rede wieder Blödsinn. Gibt es? Ja, hey, entspann dich mal. Was? Entspannen, nicht anspannen. Kämpfst du nachher nochmal? Also, mir wurde gesagt, ich sollte ein bisschen rumlaufen und sollte später wiederkommen, ja. Ich habe da nämlich, also es ist noch ein bisschen geplant, so eine Einlage, dass dann für den letzten Kampf ich einem unter anderem dann eine Waffe, wer war die eigene Security, also ich eine Waffe runterwerfe zu einem Favoriten. So. Ich weiß nicht, bist du Favoritenmaterial? Oh. Oh ja. Ich habe Angst. Können wir die Waffe klären, bevor wir uns auf den Zwerg lassen? Ich bin jetzt Zwerg. Ist das ein normales Paarungsverhalten bei Zwergen? Es ist eine normale Waffe und nicht so ein exotisches Zeug. Weil mit dem exotischen Zeug habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, wie man gerade gesehen hat. Ich hätte die Kleine platt gemacht, wenn es nur um meine Fäuste gegangen wäre, aber das wird sich nicht machen. Du kannst... Also, er scheint überfordert zu sein von dem Zwerg, dreht sich wieder zu Kumiho um. Lächeln. Es hängt davon ab, was man für exotisch hält. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich einmalig. Er drückt seinen
Daumen gegen ein Schloss und neigt sich drüber, damit seine Iris für das andere gescannt werden kann. Ich mache Simric. Mein Auge nimmt auf. Mhm. Und öffnet dann den langen Koffer, in dem die Klinge liegt. In einer Scheide, die in Purpur angemalt ist und mit Goldbeschlägen versehen, aber den Griff mit den Einlegearbeiten aus Almandin, der ist klar sichtbar, hervorragend gepflegt und schimmert in so einem fast künstlich wirkenden, satten Gelb-Gold, nämlich das in eurer kleinen VIP-Abteilung herrscht. Das ist echt. Sind Sie gerade mit ihm alleine in einem Raum? Mit ihm und einem Security-Menschen. Ein Security-Typ. Das ist heiß. Wäre eine Gelegenheit. Ja, nicht wahr? Wieder zeigt der Mann ungefragt sein Schwert. Aus einem Grab von einem Offizier der Auxiliarii in der Spätantike. Ich meine, was die Leute hier machen, ist alles irgendwas Römisches. Mhm. Ja? Ja, wir sollten noch irgendwas Römisches. Ja, das ist alles ja irgendwas Römisches. Aber ich weiß nicht, wenn du dich für interessierst, in der Spätantike wurden sehr, sehr viele Germanen angeheuert, Auxiliartruppen im römischen Heer. Und wenn sie dann das Heer wieder verlassen haben, durften sie normalerweise die Waffen nicht mitnehmen. Aber ein paar Leute haben sie trotzdem mitgehen lassen, sag ich mal. Und da haben wir dann auch solche Funde. Eine spätantike Sparta, vermutlich frühes 4. Jahrhundert. Ein, zwei Steine haben wir ersetzen lassen müssen und in der Klinge haben wir gearbeitet. Die war natürlich schwerstens korrodiert, auch wenn sie in bemerkenswertem Zustand ist. Manche Dinge. Ich meine, wir können heute so viel machen. Gabi, ihr wirkt etwas irritiert vielleicht, dass die deutlich sichtbar koreanische Elfe Gabi heißt. Gabi. In der globalen Welt ist das so nicht merkwürdig. Ja. Aber vielleicht hat er Vorurteile. Ja. Oder vielleicht ging er davon aus, dass sich jemand, der so cool aussieht, einen cooleren Namen gibt als Gabi. Aber manche Dinge kann man heute nicht mehr so herstellen wie damals. Wurmbunte Klingen. Echte Armadine. Das war noch aus einer Zeit. Ich meine. Kurze Anmerkung. Ich glaube, er flirtet mit dir. Bin mir nicht sicher. Humio, frag ihn doch mal, ob er dir ein bisschen was vorführen möchte. Vielleicht auch später. Könnt ihr damit bestimmt schön sein. Umgehen? Ich hab schon ein paar Fechtstunden genommen. Mir reicht einfach cool posen. Ich meine. Ja, das haben wir gemerkt. Ich meine, ist sowieso. Kopf. Er winkt und der Sichtschirm, der runter in den Innenhof führt, wo gerade ein weiterer Kampf stattfindet. Ein stellt sich dahin und hebt das Schwert dann hoch, dass es auch alle Leute, die ringsum sitzen und unten sind, sehen kann. Hebt das, glimmt, das Gold schimmert im Licht und zieht dann mit so einem satten Schwuck die Klinge aus der Scheide raus, die vermutlich neueren Datums sein muss, denn die ist sehr gut gepflegt, eingeölt und scharf. Ist aber kein Spielzeug. Scharf. Ja. Ich meine, fast so groß wie er hier. Er deutet mit der Spitze auf Stahlbeißer. Ich lache so wie Sand. Und etwas wenn zu Stahlbeißer laut den Security schafft, schaffst du dann AJ? Ja. Aber natürlich schaffe ich das. Schafft was? Wir haben den Koffer in Position. Und ihr wolltet doch, dass ich nachher kämpfe für euch mit der Waffe. Ja. Das schaffe ich. Ihr wisst, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Die Drohne ist in ungefähr 5 bis 12 Minuten in Position. Das solltest du selber wissen. Also? Gib mir nur ein Zeichen. Lass mich nur kurz vorher dafür sorgen, dass es ihr nicht direkt die ganze Burg an der Backe habt. Mhm. Aber Troar ist anderweitig jetzt auf einmal überrascht, während er mitten im Reden ist. Er ist ja rausgegangen. Oder zumindest ans Fenster, um rauszuschauen. Oder bist du wirklich rausgegangen? Nö, aber am Funken kann sein, dass ich da stehe gerade am Fenster und ein Prosecco trinke oder einen Sekt. Ja. Ausschau gerade. Und du siehst unten eine Frau über die Wiese zurückkommen, die dann auf den Weg tritt, der da in das Gebäude auch reinführt. Vorne gibt es so einen Säulengang, durch den der Weg einfach hindurchgeht und kurz stehen bleibt. Die streckt sich ein wenig,
Und er hat einen glatt rasierten Kopf. Also du bist dir relativ sicher, dass es eine Frau ist, von der Art und Weise, wie die Person sich hält, geht. Und hat ein langes, graues Kleid an, das nicht sehr römisch aussieht. Aber du musst zugeben, dass du auch nicht so richtig die Ahnung hast, was römisch ist. Wirkte sie irgendwo deplatziert? Also sah sie nicht aus, als ob sie vom Ambiente hierher passt? Sah sie aus wie eher so eine Ökoradikalistin oder sowas? Ökoradikalistin oder nicht. So eher nichtssagend. Okay. Eher nichtssagend. Die meisten Leute sind ja unfreiwillig Veganer heutzutage. Ja, dann erstmal zuschauen. In den 2080ern. Hm. Und noch einen Blick rüber zum Rasen wirft. Was können Sie? Einen Blick rüber zum Rasen wirft, wo du... Was können Sie? Den Ping hattest und die Handflächen aneinander legt, als würde sie beten. Was kennen Sie? Kodiak redet über dich ein, auf dich ein. Das ist Andreas. Das ist ein Kodiak, sagt sowas nicht. Aber ich sage gerade, es. Was kennt Sie, Mann, auf der Scheiße nochmal? Pass auf, es ist ja ganz schön und gut, was Andreas sagt. Aber ich habe da gerade eine Idee, Marie. Ja. Ich würde sie gerne einfach mal anschauen und erscannen. Und einfach mal gucken, nein, ob irgendwas entdeckt. Ich würde das jetzt echt für eine gute Idee halten. Abgefahren! Ja, okay. Ja. Wow. Intuition und Magie. Intuition und, warte. Intuition und, ich weiß nicht, ob Magie kombiniert wird oder mit Hexerei, aber Intuition und Magie klingt, glaube ich, gut fürs Wahrnehmen. Gleich sein auch. Moment. Vier. Die macht gerade aktiv etwas. Madame, Monsieur, dann ich glaube, da vielleicht passiert etwas. Wird das, was du vorhin nur so als ein vages Ping wahrgenommen hast, auf einmal eine leuchtende, hohe Säule an magischem Licht, nur auf der Astralebene sichtbar. In der realen Welt passiert da nichts, nicht mal ein Wind, der sich bewegt. Und etwas, was wie eine heulende Sirene klingt. Hinter dir, irgendwo in der Menge, hörst du, wie die Forscherin aus Heidelberg mit einem Achtung, ich glaube, der Burg wird angegriffen. Burg, ihr müsst die Situation ausnützen. Es sind Angreifer von, ihr müsst die Situation ausnützen. Wir werden von unter Erdgeschoss angegriffen, von außerhalb der Situation ausnützen. Nu, wie schaut's aus? Ja. Ich würde gerne diverse Dinge machen. Erstmal während Walkers Charakter, der Zwerg, so rumgepostet hat vor diversen Leuten, dass das Video hat nur aufgezeichnet für die Zukunft und kopiert auf ihr eigenes Deck. Kann man mal gebrauchen. Die Frage ist generell, muss ich noch etwas tun, um in die Kameras zu kommen, oder bin ich an einem Punkt, wo ich schon weit genug drin bin? Du kannst die Feeds der Kameras kannst du so abgreifen, wenn du sie editieren willst, dann müsstest du. Okay. So, weil dann will ich den Feed der Kamera in der VIP-Lounge editieren, dass dort nicht Alfons, Kumio und Co. zu sehen sind. Soll ich einfach alles aus, was ich machen möchte und du sagst, was ich als würfeln soll? Nochmal deinen Einkaufszettel. Also das ist nicht unkompliziert, drei Leute aus Aufnahmen zu löschen, die vorher dann ja auch definitiv dorthin gegangen sind. Das ist schon mal relativ viel, was du tun willst. Ja. Den Sichtschutz der VIP-Lounge würde ich gerne hochmachen. Das ist kein Problem. Genau. Und ich würde gerne von der Security, die dort im Raum ist, würde ich gerne den Feed scramblen, dass die Person nicht mit dem Rest kommunizieren kann. Okay, auch das ist kein großes Problem. Okay, also einmal wahrscheinlich... Dann die Reihenfolge ist vielleicht nicht unwichtig. Ja. Merkt er das, wenn er gestern? Nö, du merkst ja nicht, wenn er erst was sagen möchte, merkt er das dann. Okay. Dann mache ich das Scramble zuerst. Ich wird quasi einfach stumm geschaltet fürs System, würde ich es so beschreiben. Mhm. Dann, was am längsten Zeit dauern wird, wäre mich an den Kamerafeed, dass er editiert wird. Dass niemand mitbekommt, was sie da tun. Und dann der Sichtschutz als letztes. Damit dann, erst danach würde ich wieder im Kommen etwas sagen wie Go. Falls ich Erfolg habe. Du hast Erfolg, ich glaube. Schauen wir mal. Go. Fantastisch. Okay. No, wenn nicht, dann spiele ich nie wieder Shadowrun. Ja, also, die Datei editieren, du bist ja als Admin drin, da musst du, das ist nicht mal eine illegale Handlung dann in dem Fall, sondern quasi eine ganz normale Handlung. Das heißt, du würfelst auf Elektronik und Logik. Mhm. Das sind da.
Wo ist meine Trommel? Da. Ha, sehr schön. 13. Und Logik war da. Ist aber nicht so viel dann. Doch. Jetzt hat mich. Und go. 1, 2, 3. Dann gebe ich 2 meiner Edge-Punkte aus. Um eine 4 hochzudrehen? Genau, um eine 4 hochzudrehen. Und dann bin ich bei 8 Erfolgen. Okay. Und dann das Gerät benutzen, dafür musst du eigentlich nur du willst noch scramblen. Das ist dann jetzt wieder Kraken und Lookick. Ja. Das ist ein Würfel mehr, da bin ich ein bisschen besser drin. Oh, du bist in illegalen Dingen besser als in legalen. Wer hätte das gedacht, oh mein Gott? Ja, das sind schnuckelige 9. Ja, kein Problem. Und dann das Gerät steuern, den Sichtschutz hoch. Da brauchst du eigentlich gar nichts drauf machen. Das ist einfach nur quasi in dem Gerät sagen, bitte jetzt. Dann kommt das, was immer passiert, wenn du sehr froh ist und sehr überrascht ist und nicht mehr auf ihre Stimme achtet. Oh, ich hab's geschafft, wir können loslegen. Das nehme ich instant als Go. Entschuldigung. Wenn der Sichtschutz hochfährt und ich sehe, wie sich Muskeln dahinter wieder anfangen. Ja, der ist immer da, an, der wird nur jetzt wieder vermilchig, milchig geschaltet. Dann würde ich an AJ rantreten und näher treten und sagen, ich kann auch jetzt schon Feierabend machen bei dem Bonus, den Sie mir gezahlt haben, Mister. Ja, die Sache ist nur, er guckt zu dem Schirm, okay, das sollte eigentlich nicht, Egon, und er schaut zu seiner Security auch und sagt, entschuldigen Sie, aber zumindest muss ich sie dann einmal durchsuchen. Oh, selbstverständlich, Arme hoch. Und er fängt an, bei deinen Handgelenken dich abzutasten. Ist es, was ist es nochmal für ein Typ der Security, ist es ein Troll? Das ist ein Ork. Wenn ich mich richtig erinnere, ein Ork, dunkelhäutiger Ork, sehr professionelles Auftreten. Eine von Waffe unter der Jacke. Springe ich hoch und umarme ihn mal richtig nett. Wunderschön. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Initiative. Yes. Yo. Die Frage ist, kann der Zwerg überhaupt würgen? Ich meine, der ist mit so viel Öl eingerieben, wahrscheinlich fliegt er einfach weg. Okay, ich würde da zumindest Edge entsprechend verteilen. Ich würde auch tatsächlich, das muss man immer oder davor sagen bei der Initiative, weil ich kann ja auch ein Edge für +3 Initiative noch ausgeben. Kannst du machen, ja. Yes, das würde ich auch tatsächlich tun. Und Initiative 9 +3 sind 12, +6 sind 18. Ja, da bist du tatsächlich einen Punkt schneller als der Bodyguard. Das Edge hat sich gelohnt. Der ist nur bei einer 17. AJ ist bei einer 6. AJ. Oh Gott, AJ kann nix. Der ist sicher total guter Broker. Ja, aber der ist, genau. Der ist gleich broken. Gumiho hat eine 16, 11 plus 5. Okay, Gumiho ist auch ziemlich fix. So, die anderen beiden kriegen ja auch mit, dass jetzt was passiert, ihr schreit, während Trois noch, da passiert etwas, da passiert etwas, jetzt schnell, go, da kommt, ihr könnt jetzt machen. Und zack, geht's los. Was macht Kodiak in all dem Chaos? Vor ihm brabbelt Schwa irgendetwas davon, dass da magische Dinge sind oder ihr angegriffen werdet und du siehst nichts. Ich habe auch meine Initiative gewürfelt. Ich habe eine 18 und bin bereit für alles. Meine Hand ist an meinem Revolver. Und du verzögerst meine nämlich daran. Meine Hand ist so halb in Richtung meiner Schutzperson, um sie jedenfalls zu Boden zu werfen, falls da aus dem Nichts plötzlich Blitze oder ein Feuerball oder weiß der Geier was kommt. Also ich habe so grottenschlecht gewürfelt, auch mit einer 7er Inni. Ich werde mich größtenteils an meinem Bodyguard halten und erstmal hinter dem her stolpern während der ganzen Hektik. Aber noch sind wir eh nicht direkt im Raum. Gut. So mag ich das. Das ist völlig richtig. Genauso wird es einem beigebracht. Ja, du hast auf jeden Fall eine sehr große Trollhand auf deiner Schulter, die dich sicher durch die Gegend schiebt.
Und Stahlbeißerchen würde anfangen und Kodiak ist auch bei der 18. Ich nehme aber an, Kodiak möchte verzögern und darauf warten, dass was anderes passiert, oder? Genau, also momentan ist bei uns ja noch kein Alarm. Ne? Insofern würde es sehr seltsam sein, wenn ich mich hier plötzlich hektisch bewege und irgendwas mache oder durch die Gegend ballere. Das heißt, aktuell würde ich ihn halt nur mit normaler Geschwindigkeit hinleiten, wo immer er will, vor allem von da weg, wo er die auffälligen Personen gesehen hat, und abwarten, was passiert. Also Hold Action, wie man früher sagte. Mhm, gut. Du wartest ab und bist bereit. Dann ist Stahlbeißerchen als erster dran. Stahli. Du springst, ohne dass wir dich hören können. Genau. Mhm. Silent Stuff. Ich springe von hinten hoch und hau dem halt so meine Daumen in die Schläfen, in der Hoffnung, ihn mit zwei zusätzlichen Edge bewusstlos zu machen. Autsch, okay. Das wäre waffenloser Angriff, schätze ich. Das ist ein waffenloser Angriff, das ist richtig, ja. Nice. Das war schon mal weniger geil. Also, dein Angriffswert? Hast du deinen Angriffswert parat? Angriffswert ist AW, ist eine 11. Okay, keiner kriegt Edge. Gut. Und dann hätte ich zwei Erfolge nur. Von 10, aus dem 10er-Pool mit 2 Erfolge. Willst du meine Würfel mal haben? Willst du mein Dice-Tool nutzen? Du, ich würfel hier halt echt. Das ist ein Fehler. So. Ich habe nur einen von 9. Schön. Deine Stärke durch 2. Meine Stärke. Ah, du wolltest ja eine Edge-Aktion ansagen und jemanden K.O. schlagen, richtig? Ja, ja. Genau. Das ist die 2 Edge habe ich schon gezahlt, die hatte ich noch üblich, weil ich hatte 3, hatte den einen Dingens vorhin. Und das wäre ja bei K.O. schlagen, hier unten habe ich es, Schaden größer Willenskraft. Genau. Du hast jetzt einen Nettoerfolg und jetzt kommt auf den Schaden drauf die Hälfte deiner Stärke. Das sind 3,5, weil ich habe 7 Stärke. Ich runde dann immer mathematisch zugunsten der Spielenden. Also das heißt, 4 kommt oben drauf. 5. Und das ist auch entscheidend, dass es nämlich mehr als er Willenskraft hat mit 4. Das heißt, ja, du springst dem hinten auf den Nacken, klein, kräftig, quadratisch praktisch gut, und drückst ihm mit Schwung deinen Daumen seitlich gegen die Karotid-Arterie. Woraufhin er nach einem kurzen Schwanken unter dir langsam in die Knie geht, so als würdest du Hoppe-Hoppe-Reiter mit ihm spielen. Night-Night. Dreck, sagte AJ. Und schiebt Gabi, von der er immer noch glaubt, dass sie einfach eine Angestellte ist, vor sich als Schutzschild. Ja, Gabi schreit, lässt sich vor sich ziehen. Bin ich danach dran? Ja, also ich bin auch noch total überrascht, dass dieser Gladiator-Zwerg so aggro ist. Ich wollte doch hier nur flirten und sende als Hauptaktion, lasse ich die Drohne losfliegen und hole mir Yong, meinen kleinen koreanischen Drachen, herbei, als wir hier schnell raus müssen, zumindest das Schwert evakuieren müssen. Aber lass mich noch von ihm halten und während er mich nicht weiter abtastet, werde ich mit Nebenaktion meinen Taser befreien aus meinem Tarnholster, den ich vorher reingesteckt habe, als eine der Dinge, die wir machen durften. Okay, gut. Ja, die Security geht vor dir in die Knie. Du wirst als menschlicher Schutzschild benutzt. Ich schrei und ja. Und Dreck! Und du hörst, Walker, du hörst den als nächstes. Wenn ich wieder dran bin, auf jeden Fall. Trois, du wirst durch die Menge geschubst. Dann, du siehst die Frau aus Heidelberg. Ja. Die Frau aus Heidelberg, die du erkennst, also Gloria Gamble, Dr. Gloria Gamble, dass sie eine plötzliche Migräne bekommt, da steht und dann hochschaut und sie schaut über die Menge und sieht dann dich. Es scheint eine steile Falte zwischen ihren Augenbrauen. Die kennst du, wenn jemand eine blöde Frage in einer ihrer Vorlesungen stellt, schaut sie genauso. Könnte eine blöde Frage jetzt in einer Vorlesung werden oder ähnliches. Kodiak, wir sollten jetzt hier schleunigst raus und zu den anderen aufschließen. Schnell. Und dabei schaue ich immer wieder Blickkontakt auf diese Frau haltend.
Sie macht sich durch die Menge auf den Weg zu dir und zeigt auch auf dich und dreht sich um und scheint mit jemandem zu reden. Monsieur Kodiak, wir müssen jetzt wirklich hier raus. Diese Frau kommt auf uns zu. Es sind vielleicht noch 30 Schritt. Sie sind noch von uns entfernt. Bitte. Feueralarm? Da ist ein Knopf. Ich drücke einfach hier mal drauf. Jetzt hier nach unten. Wenn in der Nähe des nächsten Feueralarms sind oder so, würde ich meine Hand drauflegen. Ja, non-lokal wäre besser gewesen, aber okay, wir nehmen alles aus. Non-lokal. Da ist ein. Ja, Nu hat Feueralarm gehört und will den gerade aktivieren, als schon einer von den alten physischen Feuermeldern aktiviert wird. Der fragt aber im System erstmal noch nach, weil ja, soll das überhaupt passieren? Oder stört das gerade? Wie wichtig sind die Leute, die vor Ort sind? Können die verbrennen? Und die dürfen das gerne überleben. Das mitbekommen? Deswegen darf das funktionieren. Dann geht auch eine reale Sirene auf einmal los. AJ, der jetzt dran ist, sagt drück, 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 drück und wedelt mit seinem Schwert rechts an Gabi vorbei in Richtung des Zwergs. Und er hat da, lass mich schauen, ganze 3 Würfel. Er hat ja auch jetzt eine Fechtstunde. Wir sollen nicht so gemein zu AJ sein, der bestimmt nicht an Christian orientiert ist. Wenn der Zwerg ausweichen will, würfelt er auf Reaktion und plus Intuition. Reaktion plus Intuition sind 5, sind 9. Ich habe 2 Erfolge. Oh mein Gott. AJ, der Gladiator. 5 Erfolge. Ja, du weichst trotzdem mühelos aus. Dem Schwert, das in deine Richtung gefuchtelt wird. Was soll denn das? Ja, und dann fangen wir wieder von vorne an bei Stali. Cool. Kurz vorher, ich würd noch mit der Nebenaktion dem Rotmaster sagen, dass er näher am Eingang parken soll. Mhm. Du kriegst die Rückmeldung vom System, dass er umparkt. Okay. Das kann der selbstständig. Leute, wir müssen hier raus. Achtung, wir müssen hier raus. Ja, bin dabei. Und ich würde halt so eine Finte nach links, dann rechts um Gabi rum und so einen richtig schönen Hunter in die Nieren von AJ praktisch. Aber ich bin nicht groß genug, um ihn in die Fresse zu hauen. Das sind auch wieder 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe beim Ausweichen keinen Erfolg gewürfelt. Autsch. Ich muss immer noch einen. Ich habe 2. 3. Ich habe 3 Erfolge. Okay, das sind dann 3 Nettoerfolge plus 4. Das sind 7. Die kann er noch versuchen zu soaken. Einen Erfolg, das sind 6. Ja, den haust du zumindest zur Seite zu Boden. Da liegt der und man. Das unglaublich teure Schwert, wegen dem ihr hier seid, fällt zu Boden. Also, sagen wir so, Gabi sieht aus ihrem Augenwinkel dieses Schwert sich drehend aus der schlaff werdenden Hand von AJ lösen. Lichtreflexe glitzern von der Klinge und von dem Griff weg. Und dann schickt es sich an, auf den Steinboden zu fallen. Kann ich versuchen, am Griff, ich weiß nicht, in einer scharfen Klinge greifen, am Griff in der Luft zu schnappen? Und das wäre auch ein Wurf auf Reaktion plus Intuition, würde ich sagen. Greif die Klinge, du Sissy. Das ist viel wichtiger. Bald brauchst du noch Fake-Kinder. Ja. Du kannst dir ausmalen, was passiert, wenn dieser Griff mit der Anomadin-Einlagen auf harten Boden fällt. Was hast du gerade gesagt? Reaktion und? Intuition oder du... Ja. Intuition gut. Ist super. Dann ich ein Elverpool. Das klingt doch schon ganz gut. Das klingt doch schon mal gut. Das sind 1, 2, 3, 4 und ich etche noch mit 2 Edge-Punkten ein auf 5 hoch. Das heißt 5 Erfolge. Ja. Zack, du lässt die letzten Hors d'oeuvre fallen und fängst das Schwert in der Luft auf. Der Griff ist warm in deiner Hand, hast du fast das Gefühl. Ich schaue mich um, ob wir ihn irgendwo einwickeln können. Ich will nicht wieder in den Koffer tun mit dem, da müsste man noch seinen Daumen abschneiden und so unangenehmes Zeug, das machen wir jetzt nicht. Also der Security-Mann hatte eine schwarze Jacke, die kannst du dafür verwenden. Und AJ hatte einen Schrägmantel umgeworfen, der mit einer großen Brosche gehalten wird. Und so, ja. Ich nehme... Ah, stimmt. Der Schrägmantel ist schneller abzumachen. Den reiße ich tatsächlich ab und wickel das Schwert darin ein. Mhm. Okay, das wäre meine Runde. Das war Kumiho. Und dann bekommen Troa und Kodiak vielleicht auch etwas zu tun. Denn etwas springt auf einmal im ersten Stock durch eines der Fenster. Oh.
Das ist groß und vierbeinig und ja, wenn es viel kleiner wäre und die Schnauze kürzer wäre und die Krallen nicht so 10 Zentimeter lang und es nur einen erkennbaren Kopf hätte, wäre es wahrscheinlich, oh, wuff, wuff. Aber das, was da aus der Dunkelheit hereingesprungen kommt, hat einen sehr, sehr großen, an einen Wolf gemahnenden Kopf mit schief stehenden, wild in alle Richtungen wachsenden Zähnen und dann noch so Überreste, Ansätze, als hätte es versucht, weitere Köpfe zu produzieren an den Schultern und an der Brust, die aber nicht viel mehr machen, als zu sabbern, mit hervorquellenden Augen und heulende Geräusche rauszustoßen, während das Ding schnaubt, die letzte Reste des Sicherheitsfensters abschüttelt und dann nach links schnappt, wo man mit einem lauten Knacken nur noch mitbekommt, dass es den Rückgrat von einem Gast auf dieser Veranstaltung sauber durchtrennt hat. Ich würde sagen, Kodiak hat sich geistig darauf eingestellt zu reagieren und kann gerne etwas tun. Ich hatte eigentlich was anderes vor, aber so einfach aus Übernehmen die Kampfreflexe, ich lege auf das Vieh an und das kriegt einen normalen, soliden Schuss aus der Wirtsatlas. Zur Erklärung, der hat ja eine Achtertrommel, davon sind 2 mit Rauch geladen, 2 mit Betäubung, 2 mit Spreng und 2 mit Normal. Ja. Dann ist es jetzt eine der normalen und dann wird geballert. Das ist, oh Gott, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ja. Das sind gar nicht mal so viele, das sind 4. Dann hast du 2 Nettoerfolge. Kannst du mir den Schaden ansagen? Ja, das sind 4K. 4K? Und während du drauf schaust, also fällt mit 4K ohne die Nettoerfolge, sonst sind es 6K. 6K, okay. Danke, ist vermerkt, du triffst und es spritzt auch warmes Blut auf die umstehenden Leute, die schreien. Die Einzige, die nicht schreit, ist G, die Influencerin, die ihr gesehen hat, die durch das sprühende Blut von dem Ding einfach durchrennt, sehr entschlossen, sofort auf einmal aus ihren hochhackigen Schuhen raus und einfach durch die Menge davonstürmt in ihrem Perlenkleidchen, das klackernd Teile verliert in alle Richtungen, was die Bewegung der anderen erschwert, die drauf ausrutschen. Und das Ding weicht einen halben Schritt zurück, heult dann auf eine Art und Weise, die sich ganz unangenehm mit dem Ansatz deiner Hörner anfühlt und in den Wurzeln deiner Zähne und schnaubt, wobei ihm Blutschaum übers Maul kommt und beißt weiter rings um sich. Chaos bricht aus, aber das ist, glaube ich, nur pro forma gesagt. Was vor allen Dingen passiert ist, dass aus allen Richtungen Leute euch anrempeln, während sie versuchen, zu den Ausgängen zu drängen, während der Alarm heult. Nun seht das alles auf den zahlreichen Screens, virtuellen und realen, die sie überwacht und bekommt direkt von Knight Errant ein Broadcast-Verbot, das eigentlich natürlich an ihren eigenen Decker gehen sollte, aber die Anweisung, sämtliche Verbindungen nach außen zu kappen, damit das ja nicht versendet wird. Was Achtung, die Veranstaltung wird angegriffen. Sofortige Extraktion. Wir schwenken um auf Plan 7b. Ich wiederhole, Plan 7b. Bringt euren Arsch einfach heraus, meine Güte. Raus hier, raus hier, raus hier, ganz genau. Das musst du, für jeden Plan einen Namen haben. Und das ist 7b. Improvisation finde ich schöner als Extraction. Bommi, wie gut kannst du denn? Oh, danke. Ausgezeichnet. Also, Mari, das lässt sie durch. Die Anfrage lässt die Schulterzucken zurück. Sie lässt das nach draußen durch. Denn die Menschheit hat zu wissen, was passiert, was hinter den Burgmauern lauert. G hat zum Beispiel gerade live gecastet und von sie lästert über die Outfits der Leute, die vor Ort sind, zu man sieht, wie eine der Personen, zu der sie gesagt hat, sieht aus wie eine Kartoffel auf Höhenflug, ist jetzt eine kopflose Kartoffel. Der Kopf ist auf Höhenflug, der macht so einen schönen Bogen unter in die Sandarena. Ja, yeah. The world has a right to know, it should know. Ich würde aber gerne auch noch, also diese Festung hat ja auch durchaus Selbstschussanlagen, nehme ich stark an. Oder? Nein, hat sie tatsächlich nicht, dafür ist Knight Errant da. Ja gut, die können ja gar nichts, okay. Oder könnte ich denen ihre Arbeit noch schwerer machen? Nee, will ich ja eigentlich gar nicht. Das ist ein Wechselbad der Gefühle mit dir. Ja, alles gut. Nee, ich hatte kurz überlegt,
wenn es Anlagen gegeben hätte, hätte ich gesagt, dass wir auf die Freund-Feind-Erkennung kommen für eine gewisse Zeit, dass die nicht auf uns zielen zum Beispiel, falls man da rauspumpt, dass wir etwas gemacht haben. Aber haben die ja nicht. Deswegen, es fliehen ja gerade alle. Chaos ist da. Wege sind offen. Sehe ich ja auf den Kameras am Ende des Tages auch. Und du siehst sehr viele Knight-Errant-Leute bewaffnet zum Hauptgebäude joggen und die im Gebäude sind, in Richtung des angreifenden Viehs sich bewegen. Trotz deiner persönlichen Einschätzung, dass die nichts können, weil das sind ja einfach Korpo-Leute, zumindest sind sie professionell genug, dass sie in Richtung der Gefahr laufen und nicht davor weg aktuell. Genau, das sollen sie auch gerne weitermachen, deswegen werden sie nicht weiter abgelenkt. Der Feed geht trotzdem an die Welt nach draußen. Mhm. Nur wird sich aber ausklicken, sofern es gibt ja nichts Sinnvolles mehr zu tun, wenn wir einfach nur fliehen wollen. Ausklinken und ebenfalls langsam daran machen, dort rauszukommen, wieder durch den Gang zurück. Du machst dich in Richtung Tür. Und Helmut spielt den Schneepflug für Kumi. Überlass die Arbeit einfach Knight Errant. Wir haben, was wir wollten, wir können einfach gehen. Helmut, Seiteneingang, Personaleingang. Sieht panisch aus. Sieht sehr, sehr panisch aus. Go. Sieht sehr panisch aus. Mhm. In unserem Fall ist Trois der Schneepflug nach vorne, weil ich sichere nach hinten, solange die Gefahr hinter uns ist. Sollte vor uns eine Gefahr auftauchen, dann gibt es eine elegante Pirouette, dann werfe ich ihn hinter mich und gehe nach vorne. Lassen Sie mich durch, ich bin privilegiert. Und dann einfach Richtung Notausgang, panische Flucht aus dem Gelände erstmal. Die meisten Leute fliehen hier auch, die halten sich auch alle für extrem privilegiert. Und ihr seht aus dem VIP-Bereich Kumio und Stahlbeiß herauskommen. Und das Ding hinter euch auch, worauf es sich in Bewegung setzt und laut schnaufend ganz offensichtlich in Richtung Stahlbeißer wittert und sich dann durch die Menge schiebt, schnappend und geifernd nach rechts und links. Wenn Kodiak über die Schulter schaut, sieht er, wie einer von den Knight-Errant-Leuten auf das Ding feuert und es dann einfach nur an der Schulter grob den Arm abreißt und nach links wegwirft, während es sich vorwärts schiebt. Lauf! Linke Seite, linke Seite, anderes Hammerzeit, links! Hammerzeit! Anderes links! Ich biege halt immer da ab, wo Tour sagt, wo ich abbiegen soll. Mhm. Ich hätte gern meinen Wurf auf Athletik. Yes. Und wenn du dich durch die Menge bahnst. Walker, spring doch einfach und lass dich auf den Bauch schlittern. Das müsste schneller sein. Theoretisch ja, aber ich werde auch leichter aufgehalten. Athletik ist ein Pool von 8. Ey, was bin ich denn für ein Lapp? 3, 4, 6, 8. 8 ist nicht lappig. Ich habe 2 Erfolge und 2 Patzer. Also 2 Einser, 2 Sechser. Nein, das ist nur, wenn du mehr als die Hälfte hast, ist das wichtig. Achso, okay, cool. Mhm. Dann 2 Erfolge. Gut, 2 Erfolge. Ja, du schiebst dich durch die Menge hinweg. Hast du gerade das Schwert oder Kumio? Nee, du machst nur den Eisbrecher, Kumio hat das Schwert. Genau. Entschuldigung, dann orientiert sich das Viech in Richtung Stahlbeißer und Kumio. Ah. Und was macht Kodiak? Der schiebt den, ich würde sagen, um euch durch die Menge zu bewegen, kannst du auch mal einen Wurf auf Athletik machen, aber in deinem Fall auf Stärke, nicht auf Geschicklichkeit. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die räumlichen Gegebenheiten sind. Wenn sich Stahlbeißer beispielsweise rechts von mir befindet und der Weg nach vorne Richtung Ausgang ist frei, dann schubst sich Tor einfach nach vorne, soll der den Weg alleine gehen und ich wende mich Richtung Stahlbeißer. Mhm. Stahlbeißer ist links von dir, aber ansonsten ist die Situation so wie beschrieben. Das heißt, du schubst Tor nach vorne. Genau, dann wirbel ich zu dem Vieh rum und verpasse ihm meinen zweiten Solidschuss, also meinen normalen Schuss. Sauber. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 fürs Ausweichen. Trotzdem immer noch 4 netto Erfolge übrig. Sauber. Dann sind das 8K. Wow. Naja, kann doch so. Das ist mal eine Ansage. Ja. Du sprengst ihm einen guten Teil des Schädels weg. Das Ohr, das rechte Ohr hängt noch so an einem restlichen Fleischfetzen und Fell so seitlich herab, aber es kommt mit einem zuckenden Pfoten zu liegen, was die Menge nicht daran hindert, weiter panisch zu fliehen und euch die Treppe runterzuspülen. Kommst du mir da? Und Kumiho? Jetzt habe ich bloß noch Rauchs, dann und Explo. Gut. Kumiho wird runtergeschoben und mit ihr Trois. Und in dem Chaos in der Menge, alle rennen in der Richtung irgendwelcher Ausgänge. Wo wollt ihr? Ihr hattet vorhin, hieß es, zum Angestelltenausgang. Also ich würde zum, genau,
weil die ganzen Eingeladenen kennen wahrscheinlich eher den Personalausgang nicht. Mhm. Das heißt, ich hoffe, dass da nicht so crowded ist und deshalb hätte ich in die Richtung und Stahlbeißer weiß auch, wo ich hin muss, also ich wäre da wieder rein, raus. Kommunizierst du das über den Ich habe gesagt, Personalausgang. Okay, weil dann würde ich den mit einer Nebenaktion entsprechend den Roadmaster zum Nebenausgang umleiten. Das wäre gut, ja. Mhm. Aber da fliegt auch meine Drohne jetzt gerade hin. Ja. Die gibt dann leise von sich und bringt dich an. Und eine Frau in einem einfachen, langen, grauen Kleid mit rasiertem Kopf tritt an Stahlbeißer und an Kumiho heran. Und Thor, der im gleichen Moment die Treppe runtergeschwemmt wird in der Menge und sich da durchkämpft, sieht die. Das ist diejenige, die draußen das Leuchtfeuer, das Magische, gezündet hat, worauf etwas aus dem Wald gekommen ist. Und die schaut in Richtung Kumiho und sie schaut nicht nur, sondern sie hebt auch eine Hand und macht eine Geste, so als würde sie etwas in der Luft drehen wollen. Vorsicht! Richtung Kumiho, ne? Ja. Mhm. Dann, wie weit ist Kumiho von mir weg? So 8 Meter vielleicht. 8 Meter, okay. Dann, zwischen euch ist noch ein halbes Dutzend Leute, die um sich schlagen und panisch versuchen, irgendwie voranzukommen. Und hinter dir kommt jetzt gerade wie so ein großer Pfropfen, der den Rest aufhält, Kodiak die Treppe runter. Du bist stumm. Dann würde ich gerne Folgendes machen. Ich würde gerade im Funkkurs durchgeben, Kodiak, du musst dich schützen. Und dann renne ich 2-3 Schritte auf diese Person zu. Ja? Mhm. Und ich bin ja spezialisiert so auf Antimagie. Ja. Und ich habe so das Gefühl, egal was sie gerade macht, sie baut entweder einen Zauber auf, hält einen aufrecht oder analysiert was, ja. Du bist dir und relativ sicher, dass sie einen Zauber gerade anfängt zu sprechen. Kodiak kümmert sich bestimmt um die physische Sicherheit von unserer Kollegin. Aber ich werde schauen, dass ich mit Antimagie versuche, diesen Zauber irgendwie zu unterbrechen. Ich funke aber auf jeden Fall durch, dass sie gerade noch zaubert. So. Vorsicht, sie zaubert! Und dann renne ich daneben und versuche einfach so mal, diesen Zauber aufzuhalten. Dann mach was, ich kann nichts machen. Okay. Möchtest du quasi deine Aktion benutzen, um den Zauber zu bannen, während sie ihn wirkt? Oder willst du eine prophylaktische Zauberabwehr durchführen? Also ich glaube, realistischer wäre es ja, ich weiß ja noch nicht, was sie macht in dem Moment. Ne? Also du siehst so ein paar kleine Funken um die Finger, die sie in der Luft dreht. Okay. Geht das eher so auf das Schwert oder eher so auf die Person selber? Kann ich das schon erahnen? Du bist dir relativ sicher, dass sie die Person, die das Schwert hat, also sie will nicht das Schwert zerstören, sie möchte Kumiho sprengen. Okay, dann möchte ich ihm Schutz zukommen lassen. Mhm. Ja? Mit Antimagie. Das kann ich ja machen. Ich glaube, dann kriegt er Bonus-Abwehrwürfel oder so. Ja? Du würfelst auf Hexerei und Magie, ja? Ja, Hexerei und Magie. Das ist 11. Und dann kriegt Kumiho einen Bonus von dir. Okay. Ich habe 4 Erfolge. Ich glaube, das gibt dir entweder pro Erfolg einen Bonus oder pro 2 Erfolge einen Bonus. Pro Erfolg einen Bonus. Pro Erfolg. Dann kriegst du einen +4 Bonus, um den Zauber abzuwehren. Okay. Das ist gut, möchte ich mal sagen. Ich hoffe es. Ich bin gespannt. 2, 3, 4, 5. Das ist gut, wir brauchen das Schwert, nicht Kumiho. Ich habe die Verbindung jetzt gerade zu No verloren. Ich glaube, ich habe die Verbindung zu No verloren. Ich muss sie. Ein Erfolg. Was würfe ich in die Grütze? 2, 3, 4. Wende ich meine 5 Erfolge. Oh, nee, 6. Entschuldigung. Aua. 6 Erfolge. Und du würfelst mit Reaktion plus Willenskraft und hast. Reaktion plus Willen und +4 dann noch. Dann +4 Würfel drauf. Okay, genau. Reaktion, Willenskraft sind ja nicht, also Willenskraft ist nicht so gut, aber Reaktion ist gut. Dann mache ich erstmal das und gleich noch die 4. Das sind 1, 2, 3, 4 und jetzt noch +4 von unserem Tor. 5 und ich hätte 2, 4, ich habe noch einen, ich setze noch 2 Edge ein, da habe ich noch einen, dann hätte ich 6 Erfolge jetzt. 6 Erfolge. Ja, mit einmal Edge-Einsatz von 2 Punkten. Eine von den Säulen neben dir explodiert krachend in ganz viele kleine Zementsplitter und Steinbröckchen, als ein Blitz knapp neben dir einschlägt, der gefühlt in letzter Sekunde wie eine Peitsche, die sich gebogen hat
und statt in dich und das Schwert in den Stein eingeschlagen ist. Während hinter dir Troa wild mit den Armen wedelt und vor sich hin murmelt, seine Tätowierungen glühen schwach grünlich auf und seine Finger ziehen leuchtende Spuren in der Luft. Und jetzt sprühen auch die Leute alle von euch weg. Ich würde sagen, das war jetzt quasi der Einstieg in das Ganze. Wir behalten die Initiative bei, die wir hatten. Das heißt, Stahlbeißer und Kodia können mehr oder weniger gleichzeitig handeln. Wir können jetzt vergleichen, wer von euch den höheren Initiative-Bonus hat. Initiative-Bonus? Ich habe eine Initiative von 9 plus 1d6. Und wie sieht es bei Kodia aus? Frage? Ja. Du läufst aus dem Gebäude gerade raus. Stimmt. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Dann könnt ihr Schnick, Schnack, Schnuck machen oder euch einfach einigen, wer zuerst darf. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Deswegen ist es mir verhältnismäßig. Also ich würde als Ankündigung, ich würde jetzt halt, es würde ein kleines Surren von meiner Revolvertrommel geben und dann macht es eine Mini-Betäubungsgranate auf den Weg zur Magierin. Mhm. Gut. Stahlbeißer hört das Geräusch. Ihr kennt euch wahrscheinlich schon ein bisschen. Das heißt, das ist dir auch sehr vertraut. Er lädt eine seiner Sondermunition in den Revolver, der ungefähr so viel wiegt wie die Nu. Im Endeffekt. Er schießt eine Nu. Er schießt mit einer Nu ungefähr den Kopf eines 8-jährigen Kindes ab. Das wären 1, 2, 3, 4 Erfolge. Mhm. 4 Erfolge. Wenn sie nicht ausweicht. Nope. Dann ist sie am Kern der Detonation und kassiert 10b. 10b! Die interessantere Frage ist, was die anderen noch kassieren, inklusive uns selber. Also sehr nah davon wären immer noch 8b. Nah wären 6b und dann ist es vorbei. Maximale Sprengwirkung 15 Meter. Maximale Sprengwirkung 15 Meter. Dann seid ihr in nah, also ihr seid noch mit drin in den 6b. Alle, die ihr da steht. Das heißt, ihr könnt jetzt mal versuchen, mit eurer Konstitution Betäubungsschaden zu widerstehen. Konstitution 7. Nur Konstitution. Die Frau in dem grauen Kleid klappt zusammen. Also, ja, Schadenshoken ist eigentlich immer nur Konstitution, wenn ihr nicht eine passende Panzerung habt. Ja, ja, genau. Aber in dem Fall wäre das ein Atemfilter. Sechs Erfolge. Ja, bei dich ficht das so gar nicht an. Bei mir war 6b, oder? Mhm. Okay. Ja, bleiben 5 übrig. Bei mir 4. Das heißt, man sieht mich nach hinten fliegen sozusagen fast schon. Und das muss so total dizzy an der Wand kleben. Beziehungsweise an Kodiak. Kodiak ist die Wand hinter dir. Und Kodiak ist auf jeden Fall eine Wand. Gute Wand. Ja. Stahlbeißer merkt das nicht mal. Für den ist das eher fast ein bisschen anregend. So, hat hier jemand Kaffee aufgebrüht? Oh. Wie geht's Kuchen? Er ist ja auch eingeölt. Dann überhaupt meinst du das Betäubungsgas? Betäubung heißt aber geistig, oder? Genau, die Geist. Betäubungsschaden halt. Ja. Mhm. Okay. Ich krieg 4 Premium? Ich krieg 4 ab. Hab dann noch, 5. Aber ja, ich verliere auch. Ich habe 2 Erfolge gehabt. Ah. Genau. Das heißt, wer mehr als 3 kassiert, hat auf jeden Fall schon deutliche Abzüge. Weil, bei Shadowrun, nur kurz zur Erklärung, hat man nicht ein Konto, wo man einfach Stück für Stück vergeht, sondern man hat so eine Anzeige, wo immer nach 3 Kästchen, die man ausgefüllt hat, man in eine neue Reihe kommt. Und wenn man in eine neue Reihe kommt, dann kriegt man Abzüge. Das heißt, also bei euch ist es schon so, die Welt ringsum, die schwirrt ein bisschen, es summt in euren Ohren, es riecht sehr süßlich und ihr habt so Pelz auf der Zunge. Ich gehe mal davon aus, Kodiak kippt nicht um, das wäre jetzt ausgesprochen unschön, aber irgendwie auch lustig, wenn er durch seine eigene Gasgranate ausgenockt würde. Ja, wie gesagt, ich hab 3b Schadenkasse. Das ist nicht so, dass das an mir vorbei. Aber ist kein Ding. Gut. Ihr habt auch eine ganze Reihe von den Gästen ausgeschaltet. Ja, gut. Und ihr hört hinter euch Platz. Ein Schreien und Heulen und ein Knirschen und automatisches Feuer, als Knight Errant sich offensichtlich mit mehr Monstern anlegt, die versuchen, auf die Anlage zu kommen. Und ihr seht nun, kommst du aus dem Gebäude raus? Die beiden Knight Errant-Wachen davor sind im Sprint in Richtung Monster davongelaufen? Ja,
Also, siehst du aus einer Gaswolke den Rest des Teams rauskommen. Und über dir schwebt fast unhörbar die kleine koreanische Drohne von Ji-Hyun. Ja. Abflug, Leute! Mhm. Abflug! Da es auch genau 19 Uhr ist, ist das das letzte Problem gewesen, in dem ihr euch stellen musstet. Nun nehmt noch ein Stück Pizza von ihrem Kleid runter. Mhm. Schmecken kalt einfach besser, ne? Und kommt vom Gelände runter. Und abgesehen davon, dass ihr natürlich bezahlt werdet für euren Aufwand, ist Frau Schmidt nicht unbedingt begeistert davon, dass die Ereignisse sehr, sehr, sehr groß durch die Matrix gewandert sind, weil irgendjemand verhindert hat, dass ein Medien-Blackout verhängt wurde, was normalerweise üblich wäre vor Ort. Wir schauen alle die kauende Elfe an. Und ich war dementsprechend, es tut mir leid. Es einen Bericht gibt, oder nicht nur einen, haufenweise Berichte gibt darüber, dass da Monstren aus dem Taunus ein exklusives Event angegriffen haben, unerklärlicherweise. Und das möglicherweise mit der Anwesenheit von einer unbekannten, offensichtlich unter einer falschen Sinn auf die Veranstaltung gekommenen magischen Person ist. Und dann wird wunderbarerweise Troas Gesicht in die Fahndung gegeben. Aber nur so verwaschen, weil du die meisten seiner Aufzeichnungen hast löschen können. Kann ich nicht leiden. Gut. Ja. Leute, die schon mal mit grauen Leuten Kontakt hatten, haben vielleicht ein bisschen Déjà-vu gehabt bei der Frau mit der Glatze und den grauen Kleidungen und warum die hinter dem Schwert her war. Aber das Schwert ist wertvoll, das wird schon ganz normal sein. Die Saalburg auf jeden Fall ist jetzt für ein paar Monate wird die renoviert und danach ist alles wieder gut. Und man braucht sich keine Sorgen machen und kann da wieder Geld ausgeben, um privat zu feiern. Wunderbar. Es war mir eine Freude, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Mitspielen. Dankeschön. Shadowrun ist ja schon etwas exotischer, um sich reinzuarbeiten. Umso mehr freut es mich, wenn ihr da reingeht. Ich hoffe, für Andreas war es auch okay, denn der wird jetzt noch eine ganze Weile über Shadowrun reden. So gut. Wunderbar, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch an dich und an die Mitspieler. Ja. Yes, danke an euch alle. Und das Übliche ist... Con weiterhin. Dankeschön. Also, Lilly findet ihr als Lilly-Schote. Und den Walker findet ihr als Der Walker mit zwei R beim Der. Zu ja, seht ihr meistens bei Claudine spielt. Den Andreas seht ihr gleich hier bei uns noch. Da wird ohnehin nochmal ein Link eingeblendet. Und den Ben findet ihr als Ben and Paper. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen, ihr Lieben. Teilweise sehe ich euch noch am Wochenende, teilweise nicht. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bye. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Bye.